Aus der Wand. Einloggen. Einloggen. Timer starten. Sieht gut aus. Twitch checken. Sieht gut aus. OBS benutzen, um den Chat in die Ecke zu packen. Sieht gut aus. Bam, bam. Alles sieht gut aus und da ist ein Baum. Du kannst doch einfach statt der Facecam ein Bild von mir hin. Ich meine, davon habe ich noch welche rumliegen. Auf meinem Rechner. Moment mal, hast du gerade gesagt, von dir oder von mir? Ich habe keine Bilder von dir auf dem Rechner rumliegen. Schade. Warum denn nicht? Ich weiß auch nicht. Wäre irgendwie ein bisschen seltsam, glaube ich. Wie funktioniert dieser Raum nochmal? Wo bist du denn? In meinem komischen Zwischenraum hier unten. Ach, so funktionierte der. Warum habe ich 2 Crafting Table mit? Die brauche ich, glaube ich, nicht. Du bist übrigens nicht online, ne? Was? Ich bin nicht online? Also du streamst nicht. Was? Entweder hat das einfach nicht refreshed bei dir. Also Twitch sagt, ich streame? Ah, jetzt sagt mein Twitch auch, dass du streamst. Hui. Das ist schon mal gut. Ich glaube, mein Discord sagt jetzt auch automatisch, dass ich streame. Ja. Dafür habe ich jetzt ein Bot. Ach, könnt ihr auch wieder an Land kommen, bitte? Auch die zweite. Okay. Ich wollte das noch auf Twitter teilen. Ansatz, bisher ist auch noch nie jemand von Twitter rübergekommen, also fuck it. Ich würde das genau so teilen. Einfach so. Ich teile mal jetzt auf Twitter, dass ich streame, aber bis jetzt ist eigentlich auch noch nie jemand rübergekommen von Twitter, also fuck it. Was ist dein Tweet einfach so? Ja, keine Ahnung. Klingt für mich nach einem Qualitätstweet. 10 out of 10, would tweet again. Holy fuck, ich habe komplett die Orientierung in diesem Minenschacht verloren. Das nochmal. Da kommen wir. Ja, das ist die Richtung, aus der ich herkomme. Ich glaube, das ist die Richtung, die ich grabe. Hallo Hund, cool, dass du gerade jetzt vorbeikommst. Finde ich nice. Ist dein Hund eigentlich Hund oder nennst du den Hund? Nein, die heißt eigentlich Viola. Warum? Darf ich den Hund nicht mal Hund nennen? Ist doch ein Hund. Das ist aber wieso ist die zweite Kuh dann jetzt verloren gegangen? Komm her, zweite Kuh. Ich muss die Render distance hochstellen, so was nicht. Was machst du? Block, block. Aber die Render distance hochstellen. Render 11. Wollen wir was mit blauen Netherboard-Blöcken bauen? Ja, das sieht schon super sexy aus. Finde ich tatsächlich ziemlich hübsch. Wir haben eine nice Farbe. Geht gut mit Cyan Concrete oder sowas. Oder ja, mit Cyan Kali. Ja. Sachen gehen immer gut mit Cyan Kali. Ja. Dreh mir nicht den Po zu, Kuh. Ich hab Essen für dich. Komm her. Können wir unsere Base mal irgendwie so ein bisschen sichtbarer machen? So mit Turm oder so? Da ist unsere Base. Gerne dann einfach so ein Kabelstumpfeller bauen. Ich bin der Meinung, Alex sollte auch wieder unsere Base aufhübschen. Ich muss ja produktiv sein, das geht ja nicht. Feels Batman. Fühlst du dich jetzt wie Batman? Ja. Okay. Ich habe aus Versehen noch ein Schaf mit aufgesammelt. Ich kann essen. Das sind Picklings, Zombified Picklings. Die greifen mich nicht an, oder? Die Zombified Picklings sind immer noch. Sind einfach nur Zombie Pikmin. Okay. Die haben nur einen anderen Skin. Die Picklins greifen dich an, wenn du keine Goldsachen anhast.
Netherkraft ist gut für Level. Es wird übrigens Nacht. Bin mir nicht. Ja, Alex, geh mal ins Bett. Jan, hast du ein Bett? Ich habe ein Bett, ja. Hast du es bei dir? Ja. Okay, weil ich bin draußen. Im Real Life oder in Minecraft? Kann dein Hund mitstreamen? Tut er doch. Kannst ein bisschen im Bett, okay? Das wäre voll epic. Die Epic Gamer Move. Aber Alex muss noch vorher ins Bett, bevor ne Hocke muss nicht. Nein, ich bin im Nether. Achso, ich wusste nicht, wie das mit Servern funktioniert. Okay, im Nether muss man nicht schlafen gehen. Ich weiß, dass man im Nether nicht schlafen gehen kann. Ich wusste nur nicht, dass das dann... Kannst du schon, aber in Hardcore nur einmal. Ja, ich weiß. Das ist richtig hart. Naja, außer du trägst. Obwohl, du kannst es halt auch überleben, ne? Ich habe Glühstein gefunden. Nice. Haben wir den schon? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Jetzt habe ich ein bisschen was mehr mitgenommen. Das ist okay. Wollen wir die Kühe in unsere Base hereinbringen? Ja, ne? Da sind Dias. Wir wollen immer noch nicht auf Lack gehen, oder? Dann kann da halt kein Creeper reinkommen und dann... Nimm sie mit, wir haben eh kein Sektat. Wir können auf Lack gehen. Nein, nimm die Dias mit. Gut, ich habe schon während ich gefragt habe angefangen abzubauen, also... Prioritäten sind da. Hab ich irgendwo... keine Schaufel. Nur in Nether ist echt um einiges Ekelhaftes zu exploren. Wir können dann wirklich erstmal zum Dragon Easy gehen, den wegbaiten und dann zum Endgehen Elytra holen. Mit der Elytra snacken wir uns dann einfach Easy Nether Fortress und dann gehen wir zurück und bekämpfen den Enderdragon. Da Höhe bin ich nie. 103. Nicht so... Ja, was das? Ich weiß nicht, das klingt schon irgendwie episch. Ja, genau das Wort, das ich benutzen wollte. Epic! Ich update erst auf die neue Version, wenn der Fortnite Dances Mod raus ist für die Version. Okay. Okay. Jetzt habe ich hier zwei Kühe auf einer sehr engen Treppe. Kommt ihr hier um die Kurve? Ja, brave Kühe. Vergiss es, da viel zu viel Gravel. Andererseits brauchen wir Gravel, andererseits habe ich keine Schaufel mehr. Ich hole mir eine Schaufel. Du hast Sticks im Inventar, crafte dir einfach eine. Ach stimmt, ich habe sogar ein Crafting Table mit. Ich muss ja gar nicht zurück zu meiner Base. Die da war gerade einer in der Wand. Ja. Habe ich Iron Bars, ne? Ich werde jetzt nicht den Dia verwenden, das ist an die Siedlung kein Cobblestone. Da. Oder hätte ich mir eine Dia-Schaufel machen sollen? Keine Festung. Keine Festung. Nein, nur eine Losung. Haben wir genug String, um einen Bogen zu craften? Nee, ne? Ne. Schmutz. Okay. Gibt's eigentlich irgendeine Möglichkeit, um aus Wolle Strings zu machen? Oder nur in die andere Richtung? Nur in Modded. Ja. Du musst die Wolle einfach im Anvil umbenennen in String. Ja, das kann man machen. Ja. Nein, das ist ein Schmutzplatz dafür. Ist ja schon schade, irgendwie keinen Patrick dabei zu haben. Ja, kommt er heute nicht?
Keine Ahnung, wie schon gesagt, ich habe denen geschrieben, bist du gerade erreichbar, hat geantwortet nein und auf meine nächste Antwort nicht mehr, auf meine nächste Nachricht nicht mehr geantwortet. Vielleicht kommt er ja noch. Schick einfach Serveradresse rein. Ja, dann doch schon. Ja, schick aber rein, so passiv-aggressiv. Aber passiv-aggressiv ist nicht nett. Ja, bei Patrick funktioniert aktiv-aggressiv besser. Hast du gerade Cobblestone mit der Hand abgebaut? Das war Gravel. Okay. War das hier schon mein Eingang? Nee, das war doch nicht mein Eingang. Nein, das hier ist auf gar keinen Fall mein Eingang. War der einfach hier direkt bei Pat? Lol. Ach, so funktioniert das. Das heißt, der ist hier. Okay, ich weiß endlich, wo ich bin. Das ist gut. Aber wenn das da ist, dann hat Patrick einfach noch richtig viel um meine Base rumgegraben. What the fuck? Okay. Ist das das, was mich so irritiert hat? Irgendjemand anders hat Maulwurf gespielt. Keine Ahnung. Na, vielleicht war ich das. Ja, ganz sicher. Oh nein, ich habe ein halbes Herz Schaden bekommen. Wenn das schon wieder. Ich sollte mehr bei meinen springen. Du hast halt auch irgendwie 4 Herzen Schaden. Warum hast du 4 Herzen Schaden? Weil ich so viel Damage bekommen habe über die Zeit. Hast du Stu? Nein. Warum hast du keinen Stu? Sag Weil das doch. Weil ich keinen Hunger habe. Ja, aber du solltest den trotzdem bei dir haben. Nein, okay, diese Kohle kann ich so nicht meinen. Komm schon, ich schaff das da einzeln durch diese Türe durchzuführen. Nein? Kühe können nicht durch Türen durch, die können nur durch Fenster gehen, die sind zu breit für eine Tür. Ich muss die Türe literally schließen und aufmachen, aber das geht auch nur, wenn es in die eine Richtung ist. Ich mach's einfach so. Wir sind einen ganzen Block breit, oder wie? Ja. Okay. Komm her. So. Kuhfarm existiert. Wir brauchen 45 Leder. Ja. Das ist ganz schön viel. Wollen wir nicht einfach Level auf Level 1 Verzauberung gehen und die hochmachen zu Protection 2, 3? Keine Ahnung, wenn wir die ja Sachen haben, geht das halt nicht. Nicht? Bücher, ne? Nicht die Bücher, die Bücher. Für Bücher brauchst du halt auch Leder. Ja. Aber nicht so viel. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Ich glaub schon. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Ich bin nur ein Idiot. Okay. Ich hätte das jetzt so gemacht, weil Leute das halt nicht in mein Timer sieht richtig aus. Weird. Glaube ich. Ich habe es irgendwie schon mal gesehen, dass es Leute so machen. Ich würde es halt so machen, weil das für mich die natürliche Art ist, das zu machen. Um.
überhaupt noch super wichtig, mir alles Eisen zu holen? Nein, wir werden nicht bis zu den Beacon kommen. Und wir werden auch kein automatisches Storage-System bauen und dann einen Hopper machen oder sowas. Ja, okay, das heißt, im Endeffekt sollte ich nur nach Dias suchen, um ein bisschen mehr Dias zurückzukriegen. Ja. Wir haben momentan 11. Ah, und wir können die Render-Distance vom Server hochdrehen, eventuell. Und dann? Dann kann man einfach nach Nether-Festungen suchen. Das stimmt. Hier ist eine große Menge Obsidian. Ich frage mich, was hier passiert ist. Ich glaube, das ist die Stelle, wo Alex Obsidian abgebaut hat. Ach ja, hier ist ein Gang. Ja. Ja. Es ist übrigens alles für Stews hier in der Bowl drin. Ne? Das ist. Wir haben auch 3 Goldäpfel. Bowl! Aber Gold musst du mitnehmen, ne Jan? Gold muss ich mitnehmen? Ja. Okay. Weil Goldäpfel. Ach ja, genau. Ja, geredet, ne? Kannst du schlafen? Nein. Ging auch nicht an dich, das ging an Jan. Achso, Dingens ist immer noch im Nether? Ja. Ich bin jetzt von dem Backway. Hast du immer noch keine Festung gefunden? Schmutz. Ich sehe es schon kommen. Alex, warum bin ich einen Block? Alex findet eine. Ich habe auch so einen Screenshot gemacht. Alex findet gleich eine Nether-Festung und wird instant von irgendetwas kaputt gesniped. Möglich. Oder läuft dann drin so ein Raum, wo ein Wither-Skeleton-Spawner um die Ecke ist. Und dann waren es nur noch 2. Also, ich meine, der Wither-Skeleton-Spawner. Wäre jetzt interessant. Hat eigentlich irgendwer einen Bogen? Nein, glaube nicht. Sein, dass irgendwo oben noch ein kaputter liegt. Oh, mit Strength von 2 dann. Lapis ist momentan für uns relativ wichtig, oder? Wir haben 1,5 Stacks, ja, ist wichtig. Gut. Ne, wir haben kein bisschen String und keinen Bogen. Was wir halt auf jeden Fall machen könnten, was aber vielleicht nicht so schlau wäre, wir könnten den Pillager-Outpost raiden, weil da gibt's Crossbows. Mm-mm, das lohnt sich nicht. Besser in Höhlen reinzugehen und Skelette. Ja, oder einfach so nach String zu suchen. Überhaupt ein Village zu suchen, wo ein Fletcher ist. Stimmt, wir sollten ein Village suchen. Das können wir machen. Ja. Ich kann das mal machen. Kriegt man die Crossbows eigentlich auf irgendeine andere Weise? Oder kriegt man die nur von den Pillagern? Nein, die kannst du auch einfach craften, aber du brauchst auch String. Und String kriegst du von Spiders. Willst du die ganzen Spiders slayen für uns? Eigentlich nicht, nein. Ich nehme mal unser Holz mit. Und ich nehme Gravel mit, weil wir keinen Flint haben. Doch, wir haben Flint. Das Gute an Crossbows war, dass sie diese Multishot-Verzauberung haben können, oder? Ja. Und dann gehe ich mal nach einem Village suchen. Ich habe ein Bett dabei, Ich brauche Essen. Wo kann ich die Stews craften? Hier in der oberen Kiste, da. Wo? Die Reihe. Das? Das und 2 Mushrooms. Kannst du sogar im Inventar craften? Ja. Jetzt musst du die Daisy dazulegen, weil das kein Crafting-Rezept ist. Okay, unser Paper ist auch fertig. Cool.
lauf mal Richtung. Ich möchte gerne mitkommen. Besten möchtest mitkommen, dann sag das doch. Das hab ich doch eben gesagt, dass ihr beide das machen könnt. Hab ich nicht gehört. Du hast zweimal gesagt. Das hab ich trotzdem nicht gehört. Ich hab's trotzdem zweimal gesagt. Ja, ich hab einen Zombie. So. Hörst du auch eine Spinne? Nein. Deshalb ich brauche etwas, ein wenig Holz würde ich gerne mitnehmen. Ist das ja eine Cave oder ist das ein ausgeleuchteter Gang? Ich habe das Gefühl, das hier ist eine Cave mit Lava, ja. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Ich sehe schon, was da ein Skelett drin ist. Vielleicht glaubt es ein Bogen. Wollen wir in die Richtung gehen, die war ich noch nicht. In welche gehst du? Das Skelett hat gerade Selbstmord an irgendwas begangen. Der Ball. Ist das in die Lava gesprungen. Das ist aber dumm, dann droppt das ja nicht. Und wir müssen durch den Forest sprinten, weil der Elendil ist nicht rein. Okay. Unwahrscheinlich, aber Köpfe. Aber ich sollte mein Schild auch tatsächlich in der Offhand haben. Hast du ein Boot? Nein, aber ich hab Holz. Okay, dann warte ich, dass du das machst. Oh, nice. Wir hatten gesagt, die Warten Flash-Sache lohnt sich eigentlich nicht, oder? Wofür? Zum Hunger generieren. Nein, eher nicht. Okay. Oh, stimmt. Warum brotest du eigentlich? Wenn du schwimmst, verlierst du Hunger. Weil ich es gewohnt bin, das zu tun. Okay. Was wollte ich tun? Ach so, ich wollte mir neue... Nein, ich wollte mir nicht neue Fackeln machen. Ich habe noch zwei Stacks mit. Du wolltest vielleicht mal dein Inventar leer machen. Das könnte ich auch irgendwann machen. Ich höre noch ein... Achso, vermutlich da oben. Ja, das sieht sehr Zombie aus da oben. Sei vorsichtig, tu dir nicht weh. Ja, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Ich höre auch auf jeden Fall ein Skelett. Über dir ist Gravel, der dir auf den Kopf fallen kann. Sei vorsichtig, dass du den nicht updatest. Da. Wie weit über mir? Ach, da hinten, da, ach so. Nee, direkt neben dir. Du siehst links neben dir. Da, okay. Soll ich ein Bett dabei? Ich habe ein Bett dabei. Ich habe jetzt mit Alex geredet. Ach so. Ja, disconnect dich halt kurz. Oh, hier war ich schon mal. Weißt du was? Ich sollte den. Ah, der Kraft ist drei weiter links. Die sind kühl. Die können wir slayen. Ja. Vorsicht, hier ist ein Dark Forest. Skelett hat mich noch nicht bemerkt, okay. Jetzt hat mich Skelett bemerkt. Wir ignorieren mal, dass ich den Enderman eigentlich an. Sich den Enderman. Woher kam der Enderman hinter mir plötzlich? Du musst keine Endermänner angucken, wir haben genug Enderperlen. Ich weiß. Ich hätte hier, ich hab die nur fast aus Versehen angeguckt. So, diesmal lass ich mich mal nicht. Wir müssen halt keine Schafe umbringen. Hühnchen für Fehler. Für ein Bett halt, ne? Achso, stimmt, du hast ja kein Bett. Fuck, der Enderman versperrt meine Treppe. Okay, er ist weggegangen. Okay. Tschüss, Enderman. Ein Fossil's Flint im Moment. Oh, ich generiere Hunger. Das ist gut, dann iss. Nein, noch nicht. Warum? Weil ich gerade nicht essen muss, weil es keine Combat Situation, in der ich sterben könnte. Und ich generiere lieber 4 Hungerkeulen, wenn ich zweimal esse. Ich nehme mal die Pfeile mit. Weil jetzt generiere ich den ziemlich schnell, weil ich immer die Situation weg habe. Okay. Und da ist noch ein Schaf. Ich höre momentan keine Mobs. Es könnte daran liegen, dass wir uns verteilt haben. Ja. Ja, wir machen ja gerade überall neue Chunks. Ganz viele ist Menschen. Ja ein Creeper. Danke für das Steak, dumme Kuh. Ich wollte aber Leder haben, die Babykuh darf leben. Sollen wir mal da auf den Berg klettern, gucken, ob wir da was sehen? Ich würde, glaube ich, einfach mal rumlaufen, ist schneller. Okay. Einlaufen.
Was war das für ein Soundeffekt? Das war der, hast du so der Enderman. Ist ja nur ein wütender Enderman, ist nicht so schlimm. Nee, der ist nicht wütend. Wie gesagt, ich hab den fast angeguckt. Warum weiterhin? Die Sache ist, ein nicht wütender Enderman kann auch ein Problem sein, weil man den halt wütend machen kann. Ja, das stimmt. Das hört sich noch so eine Donald Trump-Logik an, ne? Non-provocated countries are also dangerous because they can always be provocated. Provoked. Ja, ich sag ja nicht absichtlich angucken, ich sage, ich könnte im Vorbeigehen aus Versehen angucken. Ich sag ja nicht absichtlich ausbomben, ich sag, man könnte hier vorbeigehen. Löcher sind aber gefährlich. Brauchen wir Kaktus? Weil hier ist eine Wüste. Wenn ich das vorher wüsste, wäre hier richtig scheiße. Der war richtig schlecht. Wüste ist aber warum gut. Sind hier denn keine Dörfer? Ich hab Dörfer ausgeschaltet eben. Ach so. Ja, generate structures off. Ah. Generate effect for instant. Ja, aber wenigstens ist das Netherportal an. Hey, immerhin! Aber ohne Structures kommen wir auch nicht ins End. Das ist wahr. Das sieht nice aus. Flower Forest. Keine Dörfer drin. Nein? Nein. Warum nicht? Oh. Hast du genug Wolle für ein Bett? Ja. Ja, natürlich. Wo ist der Enderboy? Da unten ist der Enderboy. Ah, weißt du, was es im Flower Forest gibt? Fucking mehr Flowers. Oxidaisies. Das stimmt. Wir haben halt auch noch Bone Meal. Da sehe ich nämlich schon welche. Die können wir auf jeden Fall uns snacken gehen. Jan, du hast dein Bett an dir, ne? Ja. Gut. Ich sag dir gleich, nimmt der Enderman das mit. Ja. Bett. Bett? Okay, Bett. Bet 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 Ich kann eine Baumfarm bauen. Ja, easy. Honeyfarm, Baumfarm. Witherfarm. Lass eine Witherfarm bauen. 10 bis 18 Stück, das ist genug. So viel Leben will ich gar nicht, wenn ich so viel recken muss. Ich baue nochmal 9. Da, okay. Die geht die Wüste weiter. Ich würde zurück in die Wüste. Ja, die geht hier weiter. Yeah? Junge, der Enderman macht mir Angst, wenn der die ganze Zeit halb durch mich durchläuft. Bring ihn einfach um, du schaffst das schon. Nee. Sei, er teleportiert sich weg. Oh, Creeper. Oh, man. Cool. Kaktus. Das hier sieht aus, als würde das wegbrechen. Warum sind da hinten noch 2 Creeper? What the fuck? Vielleicht ist ein Creeper-Spawner. Ja, wurden reingefügt in diesem Snapshot. Ne, im letzten schon. Was ist denn kaputt in dieser Welt? Warum sind hier denn nirgendwo Dörfer? Das ist voll weird. Normalerweise läuft man so 100 Blöcke und findet 3. Haben wir denn schon irgendwelche Structures überhaupt gefunden? Nein. Moment. Wenn das jetzt ernsthaft aus ist. Standardmäßig ist das an. So viel möchte ich nur sagen. Okay, da ist der 4. Creeper in dieser Höhle. Und auf dem Server, wo ich das gehabt habe. Warum hat der Enderman Stein in der Hand? Weil er das gemacht hat. Der hat den aufgehoben. Ich dachte, Endermänner können keinen Stein aufnehmen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Naturally generated block, wenn die aufheben. Okay. Keine Ahnung, ich dachte, die können halt nur Sachen aufheben, die man nicht mit der Pickaxe abbauen muss. Die können nur Sachen aufheben, die in der Welt generiert sind. Okay. Ich sehe ein Dorf. Okay, never mind. Wo bist du denn?
Oben auf so einem Berg, ich weiß nicht, wo cool, du bist. Gute Angabe, davon gibt es nur 46 Millionen in jeder Minecraft-Welt. Okay, ich bin bei 700, 800. Und das Dorf ist Richtung Osten von mir aus. Ja, ich sollte ernsthaft mal was gegen den Enderman tun. Fuck it. Ich glaube, das ist tatsächlich die schlechteste. Das ist 3 hoch. Ich seh's. Okay. Ich seh's halt mit Delay und wusste nicht, wie weit du schon davon fortgeschritten Yay, bist. Ein Villager! Villager, Villager! Du bist ein Netwit! Ich will dich so gerne killen! Das ist kein Netwit! Der sagt aber hey. Ja, weil er keine Profession hat! Weil er keine Workstation Moment, hat! Moment, Fletching Table. Braucht man dafür Stream oder Feathers? Flint! Hab ich dabei. Hallo, geangroter Enderman. Warte, lass vorher einbuddeln. Könnten Sie bitte sterben? Hast du eine Schaufel? Nein. Ich hab eine Perle gekriegt. Warte. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt in Eis. Okay. Crafting Table. Hallo. Und langsam muss ich das Inventar wirklich leer machen. Fletching Table. So, jetzt muss ich aus diesem Scheiß rausfinden. Da hinten ist ein Crafting Table in der Wand. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das ist Schmutz. Der Crafting Table ist eindeutig nicht in der Wand. Oh lol, den ich an der einen Stelle gebrannt habe, habe ich einfach nicht mitgenommen. Okay. Wir sind einfach eins weiter oben hin. Oh, Wheatblöcke. Ich glaube, das kann er nicht detekten hier auf der Höhe. Was sollte ich dann nicht? Hier war ich. Ja, hier sind meine Kisten und so. Oder jemand anderes hat es gedetektet. Ja, ich mach den. Oh mein Gott, wie viel Weed hier ist. Ich bin mal beschäftigt, das abzubauen, das wird was dauern. Mhm. Ich lass den mal aus seinem Ding raus. Hier sind Kohle. Ja, macht das. Aber nicht so, sondern da kommt der Crafting Table irgendwo. Ja, hau nicht den Golem. Nein, ich möchte nicht gerne ein Emerald und 10 Gravel mit dir für 10 Flint traden, my dude. Okay. Hier sind Barrels. Unsere Flint-Vorräte wachsen übrigens stetig. Ach so, ja, wir haben jetzt einen Fletcher, das heißt, wir brauchen gar nicht so dringend Flint. Nicht? Nein, der verkauft Arrows. War viele? Was 16 Stück für einen Emerald? Ja, jetzt hast du den Steak Trade, easy. Keine Ahnung, du kriegst jetzt 16 Arrows für 32 Sticks. Ich soll dann mal Sticks aus dem Holz craften. Ja, deswegen habe ich Holz dabei. What a deal! Dass man diese Barrels nicht looten kann, das ist Schmutz. Oh Junge, anderthalb Stück. Nein, in den Häusern sind Kisten drin. 5 Flint. Ich brauche eine Schaufel mit Lack. Du kannst hochgehen und Kühe breeden, dann haben wir vielleicht auch gleich irgendwann Leder. Haben wir oben Weizen rumliegen? Ja, neben den Kühen. Der Mehrzahl von Kühe ist Kause. Nein. Okay, der möchte mir jetzt keine Emeralds mehr geben. Ich habe jetzt 16 Emeralds, davon kann ich jedem von uns einen Bogen kaufen. Mach das mal. Ich glaube, jeder Satz, der anfängt mit der Mehrheit. Und dann kann ich noch irgendwie. Halt, Moment mal, das war noch nicht die Zweieinhalb die Stacks Pfeile kaufen, die kaufe ich auch mal. Sind das da die fertigen? Ah, das sind die fertigen, okay. Schaltet sich noch irgendwas bei ihm frei? Nein, habe ich nicht genug weitergemacht. Und dann kann ich eine Leiter craften, damit ich hier raus kann. Kriegt man, würde man eigentlich mit einer Hoe mit Lack drauf mehr Weed aus abgebautem Weed kriegen? Nein. Nein. Oh.
Finde ich ja. Wollen wir noch einen zweiten Fletcher machen? Finde ich ja unfair. Wir machen. Was ist da durch? In diesem Dorf waren 70 Hay Bales. Nice. War nicht okay. So 10 Stacks 13, die wir jetzt im Dorf haben. Selbst noch Weed für. Ah. Hast du die Kühe gefunden? Wo? Achso, sie sind im Haus, oder? Die sind im Haus. Okay. Die sind am Eingang zur Mine eigentlich. Oh, du hast schon eine Profession. Am Eingang zur Mine. Ja, da musst die Treppe runtergehen und dann auf der linken Seite ist so ein Abgang dazu. Ah, hallo Kühe. Was passiert eigentlich, wenn ich Feuer setze? Macht das den Golem aggressiv? Nein. Achso, sind ja erst 3. Hast du gerade das Baby verbrannt? Nein, habe ich nicht. Das Baby ist selber durch das Feuer gelaufen, weil das Baby dumm ist. Du hast das fucking Baby verbrannt, das arme Baby. Ich habe das Baby noch nicht verbrannt, das hat überlebt. Ich möchte dem Baby beibringen, nicht durchs Fenster zu gehen. Ja. Junge, ich möchte dem Baby beibringen, nicht durchs Fenster zu gehen. Sehr gut. So. Kannst du aufhören, hier ganz viel Shit zu machen? Okay. Ich habe Angst, dass ich in das Feuer reinlaufe. Okay. Der Golem ist in das Feuer reingelaufen. Aber nicht lange genug. Lass den Golem doch einfach Golem sein. Okay. So, das ist dann jetzt dein Villager. Viel Spaß damit. Wie meinst du das? Du darfst dich um den kümmern. Kann ich machen, es wird wieder dunkel. Normal. Krieg ich den Table? Hab ich nicht. Wo ist der denn? Da ist der Flint. Keine Ahnung, der andere unlockt sich halt auch wieder. Ich hab gerade einen Block, da plötzlich der Flint, ich weiß nicht, ob ich ihn aufgesammelt habe. Nee, hab ich nicht. Ist okay, du darfst auch mit da rein. Die Crafting, du stehst im Weg, du brauchst ein Crafting Table. Gemacht, Mensche. Am besten stellst du noch irgendwas auf das Ding drauf. Ich hab Sticks. Ja, aber der kann sich auch so da dran, oder? Ja, aber vielleicht. Ja, stimmt. Ich hab den halt rausgelassen. Du hattest sogar direkt den. Ah, du hast keinen File Trade. Aber das ist egal. Ja. Es wird Nacht, lass uns schlafen. Oh, 26 Flintfine Emerald. Das ist mein Bett! Sorry. Ich bin nicht so gut im Denken. Ach. Echt? Läuft. Okay. Tradest du nochmal? Bin ich überhaupt noch auf der richtigen Höhe? Doch. Golem, nein. Golem weg. Aus. Nein. Was denn doch? Der ist doch gar nicht aggro. Ja, aber der soll doch nicht jetzt da reinlaufen. Wow, Spiel. Wenigstens kann ich noch mit dem Interface. Du hast nicht mehr genug Sticks. Ja, ich weiß. Aber Sticks bringen halt auch nichts, wirklich, ne? Doch, Emeralds. Ja, das stimmt. Aber bei dem Fletcher jetzt. Ja. Oh, der zeigt mir eine Rose. Oh, er zeigt dir nicht die, er zeigt dir den Villager, mein Schatz. Das ist nicht für dich. Das ist voll nice. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Easter Egg gesehen habe. Ich hab den einen Villager verloren. Das ist okay. Ich hab 8 Emeralds von dem hier bekommen. Das ist okay, davon können wir nochmal 2 Stacks Pfeile kaufen. Ach, den Pfeil hast du jetzt verloren, oder was? Ja, der ist hier irgendwo. Von wo sind wir denn gekommen? Wir sind von. Du warst schon richtig gerade. Oh, da ist er. Hier?
Ah, okay. Bögen habe ich schon, ne? Hm? Bögen habe ich. Brauchst du nicht kaufen. Oha, Gold. Ja. Hat sich wieder unlockt. Nice. Hm? Jan hat Gold gefunden. Nice. Und Lapis. Ich habe jetzt 2 Stacks Pfeile. Ja, ich habe 2,5 Stacks Pfeile. Wird wohl reichen. Ist hier noch irgendetwas wichtiges? Noch mehr Pfeile. Nice. Ne. Und ich habe 3 Bögen. Okay, let's head back. Und ich habe 4 Leder. Weißt du, wohin lang wir müssen? Mhm. Bis du mitgekommen bist. Ungefähr weiß ich nicht. Ich halt nicht. Wir kommen jetzt auf dem Rückweg so direkt an einem Dorf vorbei. Was so 10 Blöcke von unserer Base entfernt ist. Ach, ich hab Hunger. Weiß ich auch, ich kann meine Stew essen. Nein, kann ich nicht mehr gerne haben. Ich hab noch einen. Oh, ich würde so gerne Hunger generieren. Das wäre so nice. Das Problem ist, du musst halt eigentlich immer jumpen durch die Tunnel und so. Ja, du musst einen Sprintjump machen. Ja. Loch. Loch. Wo lande ich denn hier? Controls. Sprint. Achso, hier war glaube ich Patricks Minen-Ding. Oh ja. Soll ich nochmal Dias gefunden, Jan? Nee, nur das eine Mal die 5. Bist du auf der richtigen Höhe? Ich glaube, ich bin momentan auf 11. Ja, das ist richtig. Ja. Waren die Chancen bei 11 und 12 gleich gut? Ja, 11 ist einfach besser wegen der Lava. Nein, ich glaube, die Chancen sind höher, je tiefer du gehst, aber 11 ist halt das beste Level, weil du über der Lava bist und nicht irgendwie Lava auf deine Füße geflossen bekommst. Nee, die Chancen sind immer in der Mitte einer Erzdistribution am höchsten. Nein, das ist nur bei Lapis und Netherite so. Nein, das ist auch bei... Bei Eisen ist es auf jeden Fall auch so. Nein, du kannst dir das Diagramm auf der Minecraft-Seite angucken. Auf dem Wiki. Vielleicht ist es in Models so, wo du es irgendwann mal diesen Graphen gesehen hast. LOL! Ich will eine Erklärung. Die hast du einfach nicht gesehen, Genius. Du bist halt einfach drüber gelaufen. Das ist möglich. Nein, das ist nicht meine Mine. Ach so. Hast du ja vielleicht einfach noch keine Eisenspitzhacke gehabt damals. Das ist gut möglich. Oder die Hoffnung gehabt, dass wir irgendwann Fortune haben. Ich höre wieder in weiter Entfernung Zombies. Es macht übrigens weiterhin Sinn, Redstone abzubauen, weil du davon XP kriegst, ne? Wo war Redstone? Weiß ich nicht. In Minecraft. Achso, in den Höhlen war, glaube ich, was ich geskippt habe, ja. Ja, ich dachte, ich sag dir das nur nochmal. Ich höre Spinnen. Wir brauchen jetzt keine Spinnen mehr, wir haben uns gerade Bögen gesnackt. Achso. Sein, wir wollen mit Tripwire-Hooks bauen. Das. Ich glaube eher nicht. Ich glaub, was? Das ist nicht so meine Priorität. Der lauft halt einfach vorbei an der Kuh. Gut. Die hat 2 Leder gedroppt, das war eine gute Kuh. Eine Kuh. Wollen wir nicht den Ender Dragon mit Tripwire-Fallen töten? Geht das überhaupt? Geht alles. Also ich meine beim ersten Mal. Challenge. Das sind Leute, die haben ja wahrscheinlich mit der Faust besiegt, also geht's wahrscheinlich auch mit Tripwire. Bist du? Der Kuh. Apropos Kuh, ich sollte wieder hochkommen und Dinge füttern. In welche Richtung muss ich denn? Da, wo ich bin. Wo bist du denn? Da bist du. Wo höre ich eigentlich den Zombie? Egal, ich will einfach nur. Vielleicht ist es doch ein Papagei, der so tut, als wäre er ein Zombie. Da war Redstone. Sehr wahrscheinlich, weil wir schon so viel Dschungel gefunden haben. Ja, ich weiß. Vor allen Dingen tief in der Mine. Ja. Auf dem Server am Spawn ist ein Papagei, der sich anhört wie ein Baby-Zombie, das ist ein bisschen anstrengend. Okay. Der sitzt halt bei den Community-Items.
Warum existiert er? Ich weiß es nicht, ich war es nicht. Es ist keine besonders effiziente Art zu meinen. Hier sind nochmal ganz viele Kühe. Moment mal. Das ist der Hauptgang. Das ist der Hauptgang von Minecraft. Ja, das ist richtig. Hier sind 21 Cobblestone-Treppen drinne. In einer random Doppelkiste. Egal, ich lade da mal auch meinen Cobblestone ab. Ich nehme an, dass jemand da die Cobblestone-Treppe gebaut hat. Patrick wahrscheinlich war das, ne? Ich habe einen Großteil davon gebaut, aber Patrick hatte auf jeden Fall sich auch Treppen mitgenommen. Okay, warte. Ja, ich bräuchte mal deine Cords, weil wir sind fast da. Ja, ich bin aber nicht fast da. Aber ich glaube, wir können einfach quer durch den Ich dachte nur, der Hauptgang wäre zwei breit, aber das hier ist nicht der Hauptgang. What the fuck, wo bin ich? Was hat Patrick hier gebaut? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo du bist. Nice Daisies. Ich bin halt komplett lost. Hier ist einfach eine random Kiste. Ja, du hast dich sogar noch verirrt in Minecraft. Furchtbar. Ey, nicht nett. Warum wir Squid Ink? Nein. Warum? Weil wir jetzt nach Hause gehen müssen und das nicht der Weg nach Hause ist. Ich lauf dir hinterher. Nein, du bist neben mir. Ich lauf dir hinterher. Ich bin nicht besonders gut da drin. Hier, dass wir nochmal durch die Savanne müssen. Ja. Nämlich gesagt, dass wir in die andere Richtung müssen. Ja, das haut von den Koordinaten. Jetzt mal ernsthaft, was zum Fick ist das? Ich will hier raus. Ich meine. Das ist der abgeriegelte Wassergang. Ich meine, der war relativ nah an irgendwas. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob es nur einen abgeriegelten Wassergang gibt. Holy fucking Patrick! Ich bin da. Holy fucking Patrick. Und mal heißt das? Dann bin mir doch, nicht bin sicher, dass wir hier richtig sein. Sind. Nee. Ja. Jan, mach mal, drück mal F3 bitte. Ja, bitte. Habe ich dich schon vor 5 Minuten gefragt. Ja, ich sag nur, dass meine Cords sowieso. So richtig, wo bist du? 58 minus 58 minus 200. Wir laufen richtig. Okay. Das fühlt sich halt nicht richtig an. Ich weiß. So, ich bringe jetzt mal wichtigeres Zeug nach oben. Wenn du den Weg nach oben wiederfindest? Ich bin ja jetzt an einer Stelle, von der aus ich sehr, sehr leicht nach oben komme. Ich hab dich verloren. Wo bist du? Da vorne bist du. Wird auch schon wieder Nacht. Schafft es noch vor der Nacht in die Base oder? Weiß nicht, wo wir sind. Nein, wahrscheinlich. Ich hole mal all mein Eisen aus dem Ofen. Lol. Ich hab doch gesagt, wir finden ein Dorf auf dem Rückweg. Dann lass uns doch in dem Dorf nächtigen. Ja. Wir werden das bestimmt Unterkunft. So. Okay, das heißt, ich kann jetzt. Ey! Weggegangen, Platz vergangen. Kannst du noch? Ich weiß. Das ist ein gutes Feature. Ja, weil einfach so ein Stranger kommt aus seinem Haus und schmeißt ich was aus dem Bett raus. So, da schlaf ich hin. Wahrscheinlich nichts mehr. Wollen wir noch einmal looten? Ja, natürlich. Loot! Achso, den Redstone muss ich glaube ich nicht nach oben mitnehmen. Oder wollen wir irgendwelche komplizierten Redstone-Konstruktionen bauen? Wie dachtest du denn sonst, wie wir den Ender Dragon killen? Ich hab noch mehr Wheat Blocks. Auch. Lol, was ist denn das? Das ist der legendäre anbetungswürdige Kaktus. Hast du den da platziert? Nein, hab ich nicht. Der ist da gespawnt. Das ist nice, fotografier den. Komm von der Seite ins Haus rein. Da ist ein Brickstand! Nice! Nimm ihn mit! Easy. Ist kein Blazepowder drin. Yes. Ist ein bisschen Schmutz, aber das ist ein Brickstand. Ja. Wir brauchen halt trotzdem Blazepowder.
Nein, nicht für Weakness Potion. Wir können den Ender Dragon mit Weakness Potion abwerfen. Wir brauchen trotzdem Blaze Power, Ender, ja. Für Eis auf Ender. Ja. Das stimmt. Sind das... Nee, ist Dorf, okay. Ein Dorf, yeah. Ich dachte, das wären vielleicht zwei Dörfer, die so ineinander generiert sind. So, wir sind jetzt auf 23 Dias. Nice. Nice. Kannst du da bitte 11 Host draus machen? Kannst du das bitte ja. lassen? Ne. Alex Wortes Befehl, sorry. Bitte mach das. Also für mich ist Alex Wort definitiv nicht Befehl. Wo läufst du hin? Hier ist ein Biesnest! Ich weiß! Da kann man ja nichts machen. Nein. Schade. Also ist einmal Honeybutteln und dann weglaufen. Und sterben. Nein, nicht nur wegläufst. Doch. Die schneller als man? Die kommen halt instant raus. Nimm doch die Kühe mit, die auf dem Weg sind. Machst du doch. Ja, aber dann bin ich langsamer als du. Du musst die ganze Zeit auf mich warten, das ist doch voll nervig. Das ist ein Peony Forest. Das ist ein normaler Forest. Er ist hübsch. Das ist ein Lily Egg Forest. Das ist ein Rosebush Forest. Oh, nice. Was machst du damit? Aufstellen? Okay, bitte keine Suspicious Deuce. Warum nicht? Poison. Mehr machen. Ich habe unseren Dingens gefunden. Das ist ein Loch, wieso sagst du mir das nicht? Das ist ein Loch. Zu spät. Da ist kein Boot mehr. Wir können die Betten benutzen. Wir können auch einen Baum füllen. Ihr könnt auch schnell schwimmen. Ja, lass uns schwimmen. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir müssen. Folgt mir. Da hilft aber auch kein Boot. Nein, wir können nicht mehr schwimmen, wenn wir keinen Depthstrider haben. Schwimmen ist eklig ohne Depthstrider. Schwimmen ist voll okay ohne Depthstrider. Das ja? ist. Ja. Mach ich gerade irgendwas falsch? Wird es nämlich voll langsam. Muss nur daran denken, aufzutauchen, ne? Keine Ahnung, es ist nicht viel langsamer als ein Boot. Doch. Für mich gefühlt nicht. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich mich schon mal in diesem Swamp ganz furchtbar verlaufen habe. Oh. Das ist dein Ernst? Du kannst hinterher springen. Was hat er getan? Ich bin vor dir. Achso. Ich habe gerade richtig krassen Parcours. Er baut sich mit Lilypads über das Wasser. Ja, aber so richtig krassen Parcours. Ich habe immer so 3-4 Blocksprünge gemacht und das vor mir platziert im Sprung. Okay. Wie so ein hüpfender Stein über das Wasser bin ich gerade geglitten. Ich möchte mich da mal sehr krass selbst beneißen für, weil ich das ziemlich geil gemacht habe. Cool. Ja. Hey, wir haben immer noch keinen Zuschauer und keine Nachrichten. Ja, ich schau dir zu. Ja. Ja, dann schreib mal eine Nachricht. Ich verstehe es nicht falsch, aber du zählst nicht. Okay. Das würde ich jetzt falsch verstehen. Nein, ich verstehe das nicht falsch. Ich bin ja nicht du. Ja. Jetzt bin ich hier auf euch und warte darauf, dass Kühe erwachsen werden. Ich brauche von dir nochmal eine Kraut. Ne, brauche ich nicht. Da ist der Ding. Es ist nicht tief genug zum Schwimmen. Ah, wir sind da. Sind wir? Fast. Die Homebay. Wo bist du? Im Wasser. Okay. Oh, die wollen doch alle kein Essen. Nee. Oh, ich habe die Lilypads gefunden, die wir auf dem Hinweg kaputt gemacht haben. Nice. Ich habe aber auch 27 Leder dabei. Moment, nein, wir sind hier nicht richtig. Ich bin hier richtig. Minus 366, okay. Jan, was machst du da? Nichts. Ah! Immer diese Leute, die meinen Stream gucken. Nee, nee, nee. Ich habe ein halbes Herzschaden bekommen. Das ist okay, weil ich habe auch ganz viel Hunger.
weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich weiß nicht, ich bin da richtig, wo Jan gewesen ist, als er das letzte Mal F3 aufgemacht hat. Okay. Jan hat F3 gerade auf. Minus 94, minus 300. Ich bin, glaube ich, in dem Wald vom Anfang. Ja, ich bin Fackeln. Oh, nice. Okay, wenn du bei den Fackeln angekommen bist, ist ich das. Ich kann schon das mal Haus gut sehen. Ich brauche kann ich Alex sehen, dann seid ihr gleich wieder da. Nice, das gute Minecraft. Oh, mm. Warum habe ich so viel Hunger bekommen und du nicht? Schwimmen. Nein, ich hatte vorher schon richtig viel Hunger. Okay, keine Ahnung. Ich habe halt auch Brote gerade gegessen, 2 Stück. Zerfahrt. Okay. Was hältst du von meinem Bauwerk? Rohes Hühnchen essen. Das ist ein gutes Bauwerk. Wunderschön. Gut, dass wir so weit weggegangen sind, um ein Dorf zu finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Alex gerade Schaden erlitten hat. Nein, nein. Hat er gar nicht. Ich halte das für ein Gerücht, dass ich Schaden erlitten habe. Was hast du gemacht? Nichts. Hast du Fallschaden bekommen? Vielleicht. Ich habe unser Ding gefunden. Ich habe was Schönes gebaut in den Eingang. Wir haben übrigens jetzt 26 Iron Blocks. Sein Penis gebaut. Ich hatte die Blöcke genau in der richtigen Farbe dafür. Durch Zufall. Hm. Das war einfach Schicksal. Bau mich bitte nicht ab. Nein, warum machst du ihn kleiner? Schatz, darf ich nicht abbauen. Jetzt sieht's ungesund aus. Das sieht realistisch aus, das ist ein Raketenpenis. Okay. Ja, nein. Okay. Ich guck mal, ob ich Bücher craften kann. Wie viele Leder hast du? Alles. 5. Echt? Ja. Wieso hast du 5 und ich habe 27? Weil ich Pech hab mit dem Leder. Ich habe 19 Steaks. Oh, man kann die ja schon wieder füttern. Ja, das mache ich ja gerade. Man kann die alle 5 Minuten. Können wir leider nicht alle machen. Ja. So, das heißt, wir haben 27 Leder. Ich mal die Pfeile in die Pfeilekiste. Wir haben eine Pfeilekiste. Ich habe irgendwo eine Kiste gesehen, in der random ein Pfeil war. Da habe ich da reingetan. Das ist auch okay. So. Beackern mal das Feld, weil das ist wichtig. Wir haben ja nur 10 Stacks Weizen. Ja, ich suche mal unser Sugarcane. Da ist unser Sugarcane. Jetzt Paper Time. 21 Bücher. Haben wir noch ich mehr? Ich gucke euch mal, wenn kluge Dinge machen zu. Du kannst einen Raum ausheben für unseren Enchanting Table. Okay. Irgendwelche Wünsche in Sachen Maße? 46 mal 33, Decke okay. 15. 1, 2, 3. Decke wie viel? Muss mindestens 5 breit sein, sonst passt es nicht rein. Nee, Alex, war das Befehl. Okay, fängst du mit einem 5 breiten an? Okay. Gibst du mir dein Leder? Ich hab das schon irgendwo hingetan. Hier. Als ob wir vorher noch kein Leder hatten. Hier sind nochmal 3 Bücher. Wir können eine Hasenfarm machen. Ja, du kannst das Weizen übrigens auch zu den Kühen räumen, da macht das vielleicht mehr Sinn. Wo sind denn die Kühe? Hier? Ich höre sie, ich sehe sie. Da. Nice, hallo Kühe. Ich bin euer neuer Besitzer. Jan, wo bist du? Hier. Ach da, ich sehe dich. Nein, ich sehe dich nicht. Wir brauchen jetzt noch Name-Tags. Wir müssen noch eine AFK-Fishing-Farm machen.
Sache ist, die Decke hier 15 hoch zu machen, könnte ein Problem werden. Ja, ich glaube, da sind dann Dinger im Weg. Ich hab vergessen, wie viele Bücherregal ich platziert hab. Ich brauche mal einen Pickaxe. Den Rest kann ich auch machen. Ah, Iron. Wir brauchen noch 5 Bücherregal, das heißt, wir brauchen noch 15 Leder. Einfach Crafting Table. Oh, ich hab noch 5 Bücher. 10 Leder. Kurz weg. Ach Leute, ich hatte sogar noch eine Iron Pickaxe. Okay, egal, jetzt habe ich 4 neue. Ich brauche noch 4. Noch 4 Iron Pickaxes? Ja. Okay. Warum macht Alex Villager Geräusche? Das macht er immer, hast du es noch nicht gemerkt? Villager Geräusche! Tut er halt wirklich. Hast du die Säulen da die Ecken gemacht? Cool. Ja, wenn man die eh nicht sieht, weil da Bücherregale vor sind. Okay. Möchtest du schon mal den Enchanting Table nach unten räumen? Ich oder Wie Alex? Wie viel Kohle haben wir? Alex eigentlich, weil er die Pickaxe hat. Nicht alles ist meme-worthy. Hey, wir haben einen Torben. Ja, er hat gelacht. Ich schmelze mal Stein für XP. Okay. Okay, so. Will ich die Decke wirklich 15? Nein. Wie hoch bin ich denn jetzt eigentlich? 2 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach die Decke bitte nicht 15 hoch. Sie ist schon 8 hoch. Ja, das reicht. Okay. Ach ja, einen muss ich da noch drauf lassen, weil die Bücher drauf kommen. Wie es mir geht. Auch eigentlich ganz gut. Mach jetzt gerade Ausbildung. Wie geht's dir eigentlich so nach dem abgebrochenen Studium? Elf will Torben. Torben sagt 11 hoch. Okay. Torben sagt 11 hoch. Wenn es noch gut riecht, kannst du es noch essen. Eure Gespräche sind sehr, sehr gut, ja? Ja, ich weiß. Ah, das wird der beste Enchantment-Table-Raum aller Zeiten. Keine Ahnung. Du könntest doch die Zeit darin inventieren. Die Wände schöner zu machen, statt nur die Decke hoch zu machen. Hohe Decken sind aber wichtig. Die sind ein Statussymbol. Du sollst den Enchantment Table mit runternehmen. So, ich... Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind das Elfen, komme ich wirklich an den einen Block da drüben nicht dran. Okay. Ja. Wir haben aber in deiner Abwesenheit beschlossen, dass 11 reichen. Halt, Moment, ich wollte da oben noch Fackeln anbringen oder so. Es ist okay, dann boxe ich dich in Lava. Was ist, wenn ich hier so einen Ring zwischendurch dran mache?
der in der Mitte zu so einem Kreuz zusammenlaufen lassen. Zusammensaufen, sehr gut, Jan. Leuchte da oben aber bitte aus, weil sonst fallen uns Mobs auf den Kopf. Ich habe das auch spezifisch getan, damit ich hier besser ausleuchten kann. Möchtest du dann jetzt mal den Enchantment Table hier reinstellen? Die Frage geht immer noch an Alex, oder? Ja. Gut. Ich habe ihn dabei auch angeguckt, er hat nur nicht reagiert. Na gut. Hab 2 Jahre erstmal gechillt. Okay, Torben. Wenn man das Geld dafür hat... Fuck, wie komme ich hier jetzt eigentlich runter, ohne Schaden zu nehmen? Mit einem Wassereimer. Davon hätte ich einen mithaben sollen. Ja. Egal, ich mache hier erstmal oben überall Cobblestone hin. Ja, hört dir aber nicht zu. Bin ich noch gemutet? Ja, jetzt nicht mehr. 2 Jahre lang geht. Okay. Bin ich jetzt noch gemutet? Nein. Das hat sich gefallen, halt ich. Sonst hätte ich dir nicht geantwortet, Alex. Ich hab mich dann nochmal. Man kann dich ja auch über mein Mikro hören, so ist es jetzt nicht. Stimmt, ich kann einfach die ganze Zeit schreien. Das kannst du auch einfach sagen. Das hättest du ihm nicht verraten dürfen. Kein Koppel für die Wände, okay, Torben. Ich glaube, wir haben fast genügend Iron Blocks, um die Wände daraus zu machen. Wir haben 13 Iron Blocks. Oh, wir haben nicht genügend Iron Blocks, um die Wände daraus zu machen. Torben mag kein Kobbel. Okay. Ich schmelze gerade Smoothstone. Möchtet ihr raten, was das Haltbarkeitsdatum auf diesem Dings ist? Keine Ahnung, letztes Jahr irgendwann? Nein, es ist der 3.3.2020. Das ist vor 20 Stunden abgelaufen. Oh nein, jetzt kann man das ja nicht mehr essen. Das ist voll der Bullshit. Hab ich mich eigentlich in irgendeinem... Ach so, da habe ich mich reingebuddelt. Okay, hier komme ich doch ein bisschen gut raus. Was sind denn Redstone-Steinchen? Ich will Redstone-Stein... Möchtest du das jetzt aus Redstone-Blöcken bauen? Ich hab unten noch einen Haufen Redstone. Aber ich... Ja, Redstone-Blöcke, okay. Ich hol noch die von unten. Wenigstens habe ich jetzt etwas Konstruktives zu diesem Hardcore, nennen wir es mal Speedrun, vielleicht auch eher Slowrun, beizutragen. Du baust Wände aus Redstone-Blöcken, ja. Ja. Keine Ahnung, so wie ich's. Für mich ist Speedrun halt eigentlich nur, ich baue nicht eine krasse Base, sondern ich habe ein Ziel. Für mich ist es, ich habe einen Timer in der Ecke. Okay. Wie heißt der Versuch, so schnell wie möglich zu machen? Ja, ich weiß. Reichen 1,5 Stacks Redstone? Also ich habe hier nochmal 18. Ich meine Redstone-Blöcke. Achso, du meinst, du hast noch 18 Blöcke oder 18 Stacks? Ich habe noch 18 Blöcke, nicht 18 Stacks Blöcke. Ich habe nicht mal auf dem Server 18 Stacks Redstone-Blöcke. Und da spiele ich seit einem Jahr drauf. Ich kann ja welche verkaufen. Ich glaube auch nicht, dass sie 18 Stacks Redstone-Blöcke will. Ja. Unter dir liegt noch welcher. So, die sollen. Ah, Redstone-Blöcke sind schon nice. Mhm. Eigentlich will ich Lapis. Aber nein, nicht so nice, dass ich welche kaufen würde. Wir bräuchten eigentlich irgendeine XP-Farm. So, es ist, glaube ich, relativ wichtig, dass ich nur die sichtbaren Teile daraus mache, weil ich glaube nicht, dass ich diesen Raum breiter mache. Mhm. Mhm. Das heißt, hier kommt wieder so eine schöne kommt Säule hin, oder? Kommen noch 4 Bookshelves dazu. Wir bauen jetzt hier in die Ecken diese Säulen ein. Dann können wir das da eigentlich ignorieren. Vielleicht soll ich da eine Fackel platzieren, damit ich in diesem 1x1-Gedönse dann... Oder ich mach's einfach so, damit da kein Mob einspawnt. Da kommen noch Bookshelves hin. Oh, ach stimmt. Ja. Da, wo du gerade die Holzplanken platziert hast. Ja. Sobald wir dann genug Leder haben. Okay, dann mache ich hier die Redstone-Blöcke nochmal weg. Wir können das aus Dia-Blöcken bauen. Ja.
Lapis brauchen wir halt momentan zum Enchanten. Wir können ja tatsächlich den Boden aus Eisenblöcken machen, ne? Hast du den Enchantment Table ernsthaft in den Boden gesetzt, sodass er nicht funktioniert? Es hat 2 Minuten gedauert, bis es dir auffällt. Ich hab ihn halt auch nicht. Du hast ihn im Jan-Stream gesehen, doch. Ich hab einfach nicht hingeguckt. Ja, moin. So, da muss noch eine Reihe Dingens hin. Und ja. Theoretisch müsste die Rückwand hier. Ja, die Rückwand müsste theoretisch noch gemacht werden. Also jetzt muss die Rückwand wirklich gemacht werden? Ja doch, irgendwie schon. Oh, ich weiß nicht. Dann warum bist du nur so? Dieser scheiß Kobbels. Okay. Oh. Jan, Vorsicht, das ist ein Loch hinter dir. Voll die gute Idee. Ja, Mann, beides kann ich nicht. Guck mal, wie sexy das aussieht. Nein. Och. Hä? Ist das Loch, mit dem er nach da oben kommt, geschlossen worden? Ich hab einen Redstone-Block. War das hier? Das war hier, oder? Ja. Nein, hier ist eine random ausgeleuchtete Höhle. Achso, ja, das habe ich gerade zugemacht, weil ich das hässlich fand. Okay. Aber wir wollen ja zumindest noch... Kriege ich das alles hier hin? Vermutlich nicht. Lol, was ist das hier für eine Treppe? Keine Ahnung, aber sie ist ausgeleuchtet. Oh, die Advancements haben sich geändert. Hm? Er sagt jetzt Advancement Made, Parrots and Bees oben in der Ecke. Aber in 2 Zeilen, also nicht in 2 Zeilen, also hintereinander. Okay. Interessant, was man hier für Gänge findet. Ja, ja, ich weiß, du magst keinen Cobblestone. Nee. Möchte halt gerne Moment. Mit Goldblöcken bauen. Haben wir jetzt echt eine Nether Fortress? Nee, ne? Mm-mm. Das ist aber ganz doll Schmutz. Ich wollte noch, Moment, mich noch da oben zur Spitze. Ich glaube, da müssen wir mal in die saure Eichel beißen und noch mal Nether. Das ist kein Sprichwort, Alex. Bis jetzt. Aber ich mache es zu einem Sprichwort. Ich muss nochmal zurück. Ich habe zu wenig Pickaxe-Durability und ich habe kein Stu dabei. Pickaxe, genau. Eisen. Brauchen wir Eisen-Pickaxes. Ja, wir brauchen mehr Iron-Pickaxes. Ja, nicht? Ja. Wir brauchen viel mehr davon. Soll ich mal ein ganzes, so all unser Eisen dazu verkraften? Nein. Okay. Also auch so Rüstung einschmelzen von uns und dann daraus welche craften? Nein. Klingt nach einer schlechten Idee. Möglicherweise nach einer Ich verprügel Alex Idee. Ich würde gerne was dazu sagen, aber ich bin im Netherportal. Nice. Halt, Moment, wo bin ich? Ach, hier. Okay. Ja, ja. Hat schon etwas. Ist jetzt doch etwas beengt, aber... Jan, möchtest du mitkommen in den Nether oder möchtest du dich um Kühe und so kümmern? Ihr sucht nach Fortusses oder was tut ihr? Ja. Ich glaube, ich komme mit. Ja. Okay. Ich sollte nur die Redstone-Blöcke, den Scheiß und den Scheiß entfernen. Mir vielleicht ein Stack Cobble mitnehmen. Ich brauche noch Torches. Kann mir die mal mitbringen? Ich hab Torches. So ein Stack. Okay. Ich kann dir einen halben Stack geben. Okay. Dann hast du Torches dabei? Ja, ich habe einen Stack.
Warum hast du die so ultra krass ausgeleuchtet? Das war ich nicht, als ob ich so behindert bin. Ah, die guten alten Patrick meint. Du siehst genau, wo mein Gang anfängt. Ich buddel jetzt einfach in eine andere Richtung, weil ich es nicht sinnvoll finde, in die gleiche Richtung also, weiterzugehen. Ja. Mein Gang geht nach Süden. Und dann bist du nach Norden buddelst am besten. Ich buddel noch. Ich buddel gerade auch nach Süden. Ich gehe dann mal ans Ende von Patricks Gang und vervollständige den mal. Und dann geh du nach Osten. Ich gehe gerade nach Westen. Ja, aber ich bin schon nach Westen eben gegangen. So. Ach so, du bist schon da ganz durch, okay. Oh ja, Hunger. Jan, wann war eigentlich der Wie war der Lebkuchen? Knackig, Torben. Knackig war der Lebkuchen. Wie es sich für einen guten Lebkuchen gehört. Was ist das für ein Schmutzbiom? Seit wann gibt es Schluchten im Nether? Ah, okay. Ich kann mich nicht irgendwo durchmeinen. Ich muss laufen. Ich glaube, es hatte 1.13. Muss laufen. Ich kann mich nicht meinen. Ich glaube, dieses Weihnachten hatte ich legit kein Lebkuchen. Tatsächlich. Was also habe ich gerade gelogen. Alter. Ach ja, ich wollte mir Goldschuhe anziehen. Wichtig. Ja. Goldschuhe sind wichtig. Uff. Da muss ich auch mal backsprinten. In die Gott, um nach Osten zu kommen, muss ich mich halt durch diesen scheiß Wald durchmanövrieren. Ja, setz genug Markierungen, dass du wir müssen bin. Alle durch diesen scheiß Wald durch. Das ist ganz furchtbar. Der Wald ist halt auch überall so um uns herum, ne? Ach so. Oh Gott, Nether-Geräusche. Ja, ich habe das Gefühl, Nether-Biome sind einfach so groß wie normale Oberwelt-Biome, aber du kommst halt irgendwie 10-mal langsamer vorwärts, weil es ein Nether ist. Immer ich hab diese, jetzt schon den Weg verloren. Immer diese Torbens, die alte, die das normale Lull-Emote benutzen. Nee. Genau, Alex. Wie habe ich denn jetzt schon meinen Weg verloren? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Musst du irgendwelche Blöcke, die du dir markieren kannst? Ich muss ihn erst wiederfinden. Hier. Aha! Nein! Halt, Moment. So kam ich wieder vernünftig ins Fenster. Ja. Ich meine, der Forest war sehr nice für Enderaugen. Ja, für alles andere. Ja, ganz großer Schmutz. Ich habe eine Stelle zum Meinen gefunden. Nice. Was willst du meinen? Man möchte sich halt durchbeuteln, okay. Statt... Genau. Ja, und ich bin halt immer froh, wenn es wo durchbeuteln aufhört, weil ich weiß, dass es schneller geht und ich kann dann actually was von der Welt sehen. Also sehen, so dass ich Netherfestung sehen kann, ne? Ja. Läuft bei dir, Torben. Gott, ich hasse es, mich so zwischen den Bäumen hin und her angeln zu müssen. Ganz furchtbar, dieses Biom. Ich habe auch richtig Angst davor. Tschüss, Pickaxe. Boah, das Schlimmste wird, wenn ich jetzt gleich aus Versehen einen Enderman angucke und der mich hier runter yeetet. Ja, was machen wir eigentlich, wenn eine Person stirbt? Dann ist vorbei, oder? Ja, und die anderen könnten weitermachen? Oder wir können die anderen ja, überleben? Ja, dann müsste ich nur deinen Discord-Stream streamen. Ja, weil ich einfach davon ausgehe, dass ich als Erster sterben werde. Torben, wir sind hier in Deutschland. Hier sagt man Felix Bartmann. Du hast aber auch eben Felix Bartmann gesagt, okay? Ja... Nicht ja, das war auch sogar im Stream. Ja. Ja. They see me mining, wow. They hating. Ich sollte ich irgendwann mal an meinen Twitch-Kanal die Stream-Daten, die Stream-Zeitpunkte dran schreiben. Ist das irgendwann mal an Dingens,
Schreib einfach Stream jetzt sein, ich bin offen. Okay, ich habe eine große. Ich habe irgendwas Großes auf das Braunes, das ist ein Soulstone. Bleib da weg! Bleib da weg, da sind ganz viele Ghasts und Skelette. Das ist das tödlichste Biom. Okay. Do not enter. Aber Netherfestungen darin sind ungefähr doppelt so stark wie andere. Und du bist auch normal Netherfestungen. Du kannst halt auf Soulstone nicht wirklich einem Skelett ausweichen, ne? Oder einem Ghast. Ja. Okay, das heißt, ich biege jetzt einfach ab. Ja. Mhm. Basically. Machst die Biegefliege. Gehst auf jeden Fall nicht durch dieses Biom, weil dann bist du definitiv tot. Lauf ich eigentlich noch nach Osten? Nach Norden? Ja. Guter Tadel. Aue, wie ein Bauer, wie der große Bauer. Die Kalte. What the fuck ist das? Ich hab echt nicht genug Fackeln dabei. Warum hast du 49 Fackeln und ich hab dir welche weil abgegeben? Weil ich eben zurückgehen musste. Warum hab ich dir dann welche abgegeben? Ist das hier auch? Weil ich nicht wusste, dass ich zurück musste. Du kannst gerne zurück und ich kann dir mehr geben. Es tut mir leid. Das hier ist kein Soul Sand, oder? 16 Stück. Was ist das? Es tut mir leid. Ja, doch. Das ist Soul Soil. Das ist das gleiche Biom. Sei bitte vorsichtig. Aber Soul Soil macht er nicht langsamer? Soul Soil macht dich nicht langsamer, nein. Trotzdem ist das Biom, wo ganz viele Gas und ganz viele Skelette spawnen. Ja, okay. Ich muss weiter durch den Dschungel. Mh, sexy Ghast Noises. Ich meine, in diesem Dschungel spawnen halt wenigstens nur Enderman. Läuft. Ich drehe mich um und sehe da vor mir das Ding da schweben. Na, ich. Hast du das gefunden? Ja, Ghast. So. Ich habe auch ein Soul Sand Valley gefunden. Erstmal Herzinfarkt gekriegt, weil ich sonst Ghast ohne Bogen bekämpfen müsste. Weil ich keinen Bogen mit habe. Weil vermutlich lag noch einer in der Kiste für mich, oder? Ja. Ich habe aber auch keinen mit. Okay. SSSSWSSSS. Ich mag diesen Dschungel nicht. Ich meine, ja, die Gegner sind easy, aber... Ich glaube, das ist ungefähr das Layout. In der Mitte ist unser Portal, da drum ist ein Warp Force und da drum ist einfach Soul Sand. Was hast du gerade... Ah, okay. Jetzt ernsthaft, wir haben einen Ring aus Soul Sand Biom. Wir haben halt nur scheiß Warp Force und dann drum Soul Sand. Hast du den jetzt etwa auch bei dir in die Richtung gefunden, oder was? Ich glaube, Alex hat noch gar nichts gefunden. Achso, Alex ist noch im Forest, oder nee, Alex ist im Tunnel. Ich bin im Forest, aber es ist Crimson, Warp Forest. Nice, krasse Schlucht. Wenigstens bin ich noch nicht auf einer Schlucht, im Stein. Hey, mehr Soul Sand. Luchsverarbeiter, okay. Der verarbeitet Luchs. Ja, ich verstehe. Cool. Warum war das deine Aussage? Das ist schon die falsche Frage. Ich weiß nicht, bei Alex musst du halt fragen, warum nicht. Ich würde sagen, das ist schon die falsche Frage, wenn du mit mir interagierst. Hab ich mich gerade in einen Ghast gegraben? Nein, das ist ein Fossil. Kannst du mitnehmen, sind Spawnblöcke, sind nice. Fuck this. Aber da ist ein Ghast. Ja. Ich baue mir jetzt mal ab und zu Gucklöcher. Ich habe nur noch eine Pickaxe. Okay, sieht noch nach Soul Sand Biom aus, weil ich sehe Soul Sand. Oh. Ich habe jetzt auch ein Soul Sand Biom bei mir. Wow! Aber da ist eine Netherfestung drin! Also du hast nach Süden gegraben. Er hat eine Festung! Ja, ich habe eine Festung, aber sie ist im Soul Sand Valley, das wird spaßig. Ja. Also Skelette, Wither-Skelette, Blazes und Ghasts. Geil! Ich buddel jetzt noch eine halbe Pickaxe weit in die Richtung und guck, ob ich vielleicht eine finde, die besser ist, und dann komme ich zurück und dann nehmen wir die, okay? Ja. Ich müsste vielleicht gleich auf Alex. Nee, ich Gang stoßen, nee, ich bin auf einer komplett anderen Höhe. Ich bin auf Höhe 67. Und ich bin bei 0 und. Ja, ich bin bei 87. Ey, ich bin auf Höhe 95. Ich bin bei minus 140, minus 3. Die Insel sieht voll cool aus. Ja, auf jeden Fall.
Ich finde das. Ich finde den neuen Nether halt auch richtig schön. Er ist halt nur richtig ätzend. Ach so, Torben hat geschrieben, dass er sich verzieht und nicht, dass er sich verzeiht. Okay. Aha. Ja. Irgendwie scheine ich mit Minecraft weniger Zuschauer zu ködern als mit Vermintide. Minecraft ist aber auch mehr gesättigt als Spiel. Das ist wahr. Okay, ja, hier ist nichts. Ich komme zurück. Hoffentlich finde ich den Weg. Wir müssen die Festung nehmen. Wir haben sonst keine gefunden. Das da unten sieht... Was ist das da unten? Nee, das ist nochmal der Forest, oder? Das ist einfach nur eine Höhle, die ich da generiert habe. Ja, es ist einfach nur eine Höhle im Warp Forest. Läuft. Aber da brennt's. Blau. Ja, in Blau. Ich höre ein Gas. Ich höre so viele fucking Ghasts. Ich will irgendwie aufhören, die zu hören, aber es hört nicht auf. Lass nochmal. Ich muss nur noch den Eingang zu meinem Tunnel wiederfinden. Da ist der Eingang zu meinem Tunnel. Da ist ein Gas, da ist ein Skelett. Ich weiß nicht. Da ist eine Fackel. Ich habe die nächste Schlucht gefunden. Nice. Ich habe meinen Weg verloren. Ach so, bewegen wir uns schon zurück. Ich bewege mich zurück, weil ich nicht mehr viel Durability auf der Pickaxe hatte. Ach so. Versuch mich gerade direkt in die Festung reinzubuddeln. Das ist sehr smart. Ist aber auch nicht sehr an. Fuck! War ich nicht schnell genug. Da hatte ich nicht Sam Reflex. Ich brauch Stu's. Obwohl ich kann eh nicht reden. Ich hab einen dabei. Wie wär's, wenn wir nehmen Goldäpfel mit? Jeder einen. Ich bin einfach immer noch von vor einer Ewigkeit lower als du. Ihr seid doch auf dem Rückweg, zumindest einer von euch. Ich bin auf dem Rückweg, ja. Ich muss erstmal den Weg finden. Ich muss erstmal den Weg finden. Okay. Ich würde auch Bögen mitnehmen. Ich glaube, ich bin näher am Start, als ich gerade eben war. Wo war die, auf welcher Position war nochmal das Portal? Ich weiß es nicht. Ich suche es gerade. Also das wäre die Sache, die wir uns, glaube ich, hätten merken sollen. Das Portal ist auf Höhe 67 oder so. Ich bin eigentlich nicht nach oben gegangen. Das ich ist meinte... 76, das Portal. Ich meinte die XZ. Ach so, ich kann da hinten zurückgehen. Bist du jetzt einfach der Einzige, der sich nicht verlaufen hat? Ich meine, ich könnte den ganzen Weg zurückgehen, ist nur scheiße lang. Ein Pro-Mine-Crafter, ne? Ich kann den Weg halt nicht zurückgehen, ich finde den Weg nicht. Ich lauf dann mal den Weg zurück. Ist halt scheiße lang. Egal. Keine Ahnung, musst du halt eh, weil wir haben ja jetzt... Ja, ich hätte aber auch den, halt einen neuen Weg zurück im Endeffekt abkürzen können. Nice. Das Wither Skelett ist. Ich habe nur zwei hohe Tunnel gemacht, dass das Wither Skelett nicht durchkommt. Ja, da kommt ein Skelett. Das Wither Skelett läuft davor und das Skelett schießt das Wither Skelett und ich baue wieder zu und jetzt haben die sich gegenseitig gekillt. Nice. Oh Junge, a terrible fortress. Warum ist die Festung so scheiße? I've made you get lost in the Nether and don't know where you're going. Ja. So, ich habe eine Fackel gefunden. Das ist gut. Ich habe die cool gefunden. Nice. Oh, du musst aufpassen, wenn du Kisten aufmachst. Ja, stimmt. Lass uns keine Kisten mehr aufmachen, da ist nichts dafür. Das Agro, du kannst halt Kisten kaputt machen. Achso, ja, das können wir machen. Du darfst sie nur nicht aufmachen. Ne, das ist nicht die Richtung, aus der ich komme. Ich höre nämlich auch gerade ein Grunzen. Hier irgendwo eine Kurve gemacht? Sattel und Pferdeshit. Ich habe eine Festung gefunden. In einem schöneren Biom? Ja. Cool. Weiß ich nicht. Sollen wir die nehmen? Weiß nicht. Okay, wo lang bin ich hier gegangen? Ich bin halt hier. Ich würde auch gerade jetzt nochmal versuchen, eine Blaze zu nehmen, wenn ich sie finde. Okay.
guck mal, ob ich einen Weg in diese Festung reinfinde. Fucking Dschungelscheißzeug. Oh, with a Skelett. Wow. Sei nicht tot, danke. Es fehlt nicht viel. Ja, aber das gibt mir den Effekt nicht lange. Okay. Das hat der Lenny Base, das schaffe ich nicht mehr, ohne zu sterben. Ja, komm mal zu mir. Ich bin bei. Ich komme jetzt zum Portal, dann gebe ich dir die Cords davon. Ja, aber hier ist die Festung. Ich habe auch nur noch 4,5 Herzen. Ich brauche was zum Regen. Ja. Ich bin bei 93 minus 343. Jan, warum bist du eigentlich immer oben auf den Bäumen? Das ist eine gute Frage. Aber ich weiß, dass da mein ursprünglicher Weg war. Das heißt, ich müsste den jetzt auch oben auf den Bäumen wiederfinden. Keine Ahnung, ich finde meinen Weg halt eh nicht wieder. Das Portal ist pretty much bei 0 und 40, minus 40. Okay. Soll ich da hinkommen oder wollt ihr zu mir kommen? Ja, ich würde gerne, dass du hinkommst. Also ja, muss nicht. Ich gehe jetzt erstmal zurück in die Base und hol mir Goldäpfel, um zu recken. Okay. Kannst auch eins du erstmal essen. Wow. Wow. Okay, da unten ist mein Weg. Rein, ne? Ich habe meinen Weg zurückgefunden. Ich bin vorsichtig, keine Sorge. Ich mach ganz viele Sissy Bars. Sissy Bars? Sissy Bars. Okay. Oh ja, erstmal eine Pilze craften, das ist gut. Ich habe gehört, Pilzsuppen sind besonders gut zum Regenerieren. Ich habe jetzt auch stattdessen die Pilze getrunken. Okay. Ich weiß, Wheelerflex. Haben wir wirklich nur so wenig Gold? Ja. Scheiße. Ja. So, hier hatte ich noch Fackel, hier hatte ich noch Fackel. Ich glaube, ich komme von da. Ja. Warum probiere ich gerade so hart, das zurückzuverfolgen, wenn ich auch einfach Luftlinie gehen könnte? Soll ich jetzt Goldäpfel mitbringen? Ja, nimm mal mit. Holy shit, hört sich das weird an, über Netherbreak zu laufen. So, wo bist denn du? Ich bin bei 95 minus 342. Genau, ich bin. Ist es mein Weg? Nein. Ich muss Richtung Norden. Ich bin ziemlich sicher, dass ich einen Gargot habe. Na da. Dann zieh dir eine Goldsache an. Ein Enderman, oder? Ja, fuck, da ist ein Enderman. Fuck. Fuck, doch einfach rein, bitte. Jan, was machst du da? Ich weiß nicht, was er macht. Yes. Du wummst dich halt gleich. Du musst springen, Jan. Du musst springen und dann einen Block da platzieren. Springen und platziere einen Block über dir, sonst teleportiert er sich hier nicht rein. Ach ja. Okay. So. Danke. Ja. Auf. Das war stressig. Was? So, wo bist du? Nochmal. Jetzt soll das Ding bitte hochkommen, damit ich es töten kann. Minus 90? Minus 90, Jetzt wollen die nicht mehr minus hochkommen. Minus 340. Warum will der nicht mehr hochkommen? Holy shit, Netherrack hat einen Partikeleffekt? Ja, mittlerweile schon. Es drippt irgendwas Schwarzes. Was Blaues war das hier? Warp ja, ist, glaube ich. Ist blau-schwarzes. Ah, ich glaube, das ist keine Netherrack-Effekt, das ist einfach nur ein Biom-Effekt. Das ist, glaube ich, einfach ein Bug, genau wie die Regentropfen. Kann gut sein. Ja, nee, es war schon besser da, wo ich gewesen bin, weil hier ist kein Gang einfach. Geh zurück! Geh zurück, du bist falsch, du musst abbiegen. Wann denn? Keine Ahnung, ganz am Anfang. Aber hier ist nichts. Das ist auch nach Süden, du musst dann den Gang nach Norden gehen. Okay.
Minus 300. Oh Gott. Ich improve panisch meine Plattform, damit sich... LOL. Hör auf, mich von komischen Stellen aus zu treffen. Du kannst mich von da nicht treffen, das ist eine Lüge. Wo ist das jetzt schon wieder? Oh. Es wäre halt schön, wenn sich... Hallo? Tschüss. Hallo. Ja. Hatte ich zwei Gargot oder einen? Ich glaube, ich hatte einen Gargot. Warum hast du überhaupt einen Gargot? Das war die doofe Idee. Ach was! War auch bestimmt mein Ziel. Nächstes Mal nehme ich mir den netheren Kürbis mit. So, minus 300, wie viel? 40. Lava. Schmutzlava. Lava entfernt. Was, 0 minus 40 oder was minus 40, 0? Total. Ja. Das war 0 minus 40. Jo! Mit dir geredet habe, wäre ich jetzt fast in Lava verbrannt. It's not cash money. That's not very cash money of you. No, no, nothing at all. Das ist gut. Ich habe eine Enderman-Kill-Plattform gefunden. Warum musst du überhaupt so viele Enderman killen? Nein, ich habe eine Enderman-Kill-Plattform gefunden, die jemand gebaut hat. Das heißt, ich bin nah am Ziel. Okay. Das ist gut. Gott, warum steht die... Doch, jetzt das Licht. Was da hieß, ist Thorsten Bell? Yo! Gesundheit! Danke! Der jetzt niese. Gesundheit. Ja, ich niese sehr laut. Was ist dagegen? Auch. Nein, leider nicht. Uff. Moment mal, ich bin schon zu weit. Ich wette, ich kann lauter niesen als du. Dies ist kein Wettbewerb. Dies ist kein Wettbewerb. Oh mein Gott, da ist ein Gast. So, ich bin jetzt gleich bei minus 90, minus 240. Ist das richtig? 99! Bin ich gerade wirklich da noch am Ende abgerutscht? Fuck, egal. Jan, sei bitte mal sehr vorsichtig und begib dich jetzt mal schnell nach Hause und hüpf so lange durch die Gegend, bis du einen Stu trinken kannst, okay? Ich kann einen Stu trinken. Ja, dann trink einen Stu. Ach, da ist der Weg nach unten. Weil 3,5 Herzen ist nicht so nahe. Ja. Aber erstmal will ich zu Hause sein, bevor ich das Stu trinke. Ja. Wo bist du denn gerade sonst? Zu Hause. Trink ihn. Stu. Keinen einzigen Mob gesehen in dieser Festung, das beunruhigt mich ein bisschen. Vielleicht ist es ein Bug wegen Warp-Dings? Nee, in der Festung sollten die trotzdem spawnen. Vielleicht ist es, weil um mich herum literally 200 Endermen gefühlt standen. Ja, literally möglich. Gefühlt. Möglich. Ah, Blaze. Kill. Nein. Einbauen. Ja, 90 Blöcke entfernt. 80.
70. Langsam mein letzter Pickaxe aus. Da ist ja noch eine Dia-Pickaxe. Tun die ganzen neuen Nether-Pflanzen eigentlich irgendetwas außer Pflanzen sein? Bisher nicht. Also die Pilze sind die Saplings für diese Netherbäume. Ja. Aber ansonsten. 40. Ich höre Lava. Das ist nicht gut. Wo ist der Weizen? Ich habe eine groundbreaking Discovery gemacht. Welche? Der Boden ist hier zu Ende. Ja, du musst. Guck mal, wenn du da oben hochgehst, da. Dann guck mal in die andere Richtung. Da oben, da habe ich einen Zugang gebaut. Wo? Auf dieser Insel. Der Shovel was literally a groundbreaking invention. Ja. Okay. Jetzt noch mal hier. Ja. Drei. Ah, Netherrack Brick hört sich voll nice an. Ja. Ich warte dann mal auf dich. Aufgefallen eben. Wo bist denn du? Kannst zurückkommen. Wenn ich meinen Weg markiert. Ach, ich bin da runtergegangen. Ja. Ist das ein Blaze Spawn oder nur eine einzelne Blaze? Ich weiß es nicht, ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, du hättest mehr gehört, wenn du mir hier gewesen bist. Das ist nur eine einzelne Blaze und da hat die eine. Nein, es sind zwei. Okay. Und drei. Das ist wahrscheinlich ein Spawner. Warte. Schatz, lauf nicht in mich rein, okay? Entschuldigung. Aber du kannst mich nicht treffen, das weißt du. Ja, aber ich kann dann auch keine Blöcke platzieren. Okay. Jan, es sieht lustig aus, wie du die ganze Zeit hüpfst und Kühe vermehrst. Ja, und ich glaube, ich gehe jetzt was trinken, weil, nun ja, ich bin eh irgendwie Lowlife und so. Moment, ich könnte noch vorher etwas Schweres auf meine Leerkaste legen. Wow. Reicht Löten der Lötklumpen. Geh weg, du stirbst. Weg, ich verfolge einen sonst. So. Ich habe noch 4 Herzen. Wir haben eine Blaze Sword. Mehr brauchen wir gerade erstmal nicht. Wir können uns Heiltränke machen. Wir brauchen. Slime Ball. Der Lötklumpen reicht nicht. Der ist nicht schwer genug. Was brauchen wir für Fire Resistance? Slime Ball. Literally no. Slime Ball ist Feuerresistenz? Slime Ball plus Blaze Powder ist Magma Cream ist Feuerresistenz. Wir Achso. haben gerade Blaze Powder. Ja, das klingt sinnvoll, glaube ich. Und 2 Blaze Powder. Du kannst halt auch nochmal reingehen. Vielleicht kann Gold Ich geh nochmal rein. Ich hab eigentlich Full Health. Das sind halt jetzt ziemlich viele. Was? Die schießen halt auf dich. Du musst die erst jetzt einmal schießen lassen. Ja. Jetzt hat er geschossen. Die haben danach einen 20 Sekunden Cooldown oder so, bevor die Flammen wieder angehen. Jetzt kannst du die. Jetzt ist er wieder an. Soll ich das machen? Ja, Schatz, lass mich das doch so machen, wie ich das mache. Okay. Wir hätten irgendwie Bögen mit dem Fällt mir gerade ein. Ach was? Holy shit, sind die laut! Schießen die auf dich? Oh, ja. Ich kann die gerne, wenn du willst, weglocken. Nee, alles gut. Ah, ich brenne. Mistral. Zieh die Aggro. Okay, jetzt können nämlich keine mehr nachkommen. So. Ja, nee, ich fighte keine Blazes mehr. Ich sollte das Sprintjumpen nicht auf der Treppe machen. Das ist der einzige Punkt, an dem das nicht gut ist. Ich auch nicht, ich habe 3,5 Herzen. Okay, lass uns gehen.
Ich hab noch Dinge zu Hause bekommen. Möchtest du nur noch die letzte Mal? Hey, ich bin nicht mehr der Lost in der Gruppe. Nein, lass uns zurückkommen. Lass uns zurückgehen mit Fire Resistance Potions wiederkommen. Mhm. Goldäpfel sind zu wertvoll dafür. Ah, ich hab noch ein Stu, ich kann noch ein Stu essen. Nice. Mach das. Ich bin nicht der Lost in der Gruppe. Du hast auch keine Blazes bekommen. Du hast kein Blaze Power, sag mal also. Ja, ich bin aber auch schon vor dem Reingehen der Lost gewesen. Ich kann nicht mit 3,5 Herzen rumlaufen, aber. Kannst du irgendwas daran machen? Ich kann Goldapfel essen. Ich würde es lassen, wir müssen halt nur durch den Warp Forest zurück. Wir können halt literally auch gleich 3 Regeneration Potions machen. Können wir? Keine Ahnung, mach was du meinst. Mir ja, egal. Aber wir brauchen einen Blaze Powder sowieso, um Tränke zu brauen. Ja, mach was du meinst. Ja. Aber ich möchte mich gerne bewegen und ich weiß nicht, wo es lang geht. Hier lang. Ja, das weiß ich. Follow aber me. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wie du hier hingekommen bist. Da ist ein Gas. Ich hab dich jetzt schon verloren. Ich bin den Dingsweg nur einfach hochgegangen. Nein, nicht da lang. Schatz, hier. Ja, ich bin hier. Hier, okay, follow me. Folgst du mir? Ja. Okay, folg mir weiter. Nee, das war schlecht von dir. Ich bin in ein Loch gefallen. Kühe wollen nicht gefüttert werden. Du kannst die Babykühe füttern. Ich habe literally einen Timer in der Ecke. Ich habe literally einen Timer in der Ecke, an dem ich die 5 Minuten abzählen könnte. Dahin richtig. Ich weiß, dass ich diese Festen da noch sehen könnte. Wo bist du? Blazes? Mir fällt gerade auf. Ich habe den Timer die ganze Zeit an, wieder hier runtergegangen. Aber ich habe ihn nie im Stream angezeigt. Komm. Hier. Okay. Weil das Window Capture aus irgendeinem Grund das Windows Start Menü ausgewählt hat, anstatt Live Split. Ja, das ist eine Blaze, die schießt. Ich muss in Bewegung bleiben. Hier ist eine Schlucht, da kann man reinfallen. Okay. Hinter den Baum gehen einfach. Ich wusste halt, dass ich diese Perspektive hatte, als ich mich freigeholt hat. Das heißt, ich muss hier irgendwo hergekommen sein. So. Die werden jetzt nicht mehr aufhören zu schießen. Schon verbuggte Viecher. Vorsicht, Schatz. Warte mal, F3. Ich war wahrscheinlich auf. Auf welcher Höhe warst du denn? Weiß ich nicht. Vielleicht 67. Hast du noch Pickaxe? Nicht viel. Okay, ich kann die Blazes nicht mehr sehen gerade. Es war irgendwo in der Schlucht, oder nicht, eventuell. Hier geht's nämlich noch weiter runter. Lass uns mal hier runtergraben. Was wollte ich nochmal mit dem Weizen nach genau Kühe füttern haben? Ja, und du musst uns eventuell abholen kommen, wenn du deine Herzen wieder hast. Warum? Weil wir keine Pickaxe-Durability mehr haben. Noch ist alles okay. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Okay. 37 gucke ich wieder vorbei. Ich würde mich jetzt einfach zurückbuddeln. Ich habe auf der Pick noch 720, das heißt, ich kann 320 Blöcke in diese Richtung buddeln. Ich habe 65. Ja, das sollten wir hinkriegen. Okay. Ich würde nur hochgehen auf 67. Buddel dich nicht nach oben. Ich mach gar nichts, ich habe 3,5 Herzen. Hast du einen Enderman lang gelaufen? Ich laufe dir hinterher und gucke auf deine Füße. Aha, darauf stehst du also. Bitte lauf nicht weg von mir. Mach ich nicht, hinter dir. Vorsicht, ist ein Loch. Vielleicht ist im Loch rausgekommen. So, jetzt muss ich nur noch jetzt muss ich mir nur noch Stu abholen. Warte, hast du Holz? Warum? Es macht doch keinen Sinn. Ich wollte einen Crouch-Tunnel machen, aber das macht keinen Sinn. Ich werde langsamer. Ja, dann könnte man der Lava nicht mehr ausweichen. Ja.
Aber du verbrauchst weniger Durability. Haben wir noch Stus eingelagert, dann müsste ich die machen. Sieht so aus, als müsste du musst die machen, die sind in der Kiste, wo auch die Pfeile drin sind, die neben den Betten steht. Ah, okay. Gut, dass deine Mushroom Zug liegt. Ja. Du kannst auf das Mushroom Soup Rezept klicken und dann die Daisy dazulegen. Oh, ja, ja, ja. Ja, es wäre sinnvoll gewesen. Gulasch. Hey, ich bin der Gesündeste. Ja. Kannst du weiter buddeln? Fucking Gullschmittwoch. Deals Gulsch to be. Weg. Deals Gulschmann. Soll Gulschmann. So, Gulschmittwoch sollte ich einführen. Gehe ich hin? Wir gehen zu weit in die Richtung. Welche Richtung? Muss ich euch wirklich abholen? In die X-Richtung. Ach mal, eventuell erkenne ich diesen. Wir müssen weiter. In die Richtung hier. Okay, in welche Richtung? In welche Richtung muss ich graben, um euch entgegenzukommen? Ich glaube, wir haben's. Das war mein Plan, so mehr oder weniger. Wo bist du hin? Hier. Habt ihr einen gut begehbaren Weg denn gebaut? Ja, man findet nur den Eingang nicht mehr. Warte, wir kommen zurück. Ja. Natürlich. Hey, ist das mein Weg? Nein, das ist dein Weg. Wow. Warum endet dieser Weg? Weiß ich nicht. Er hat hier eine Abzweigung. Vielleicht ist die richtig. Ja, das ist die richtige. Jetzt sind wir richtig. Du kannst den Weg auch zubauen. Oh, ich kann den Weg auch zubauen. Ich brauche eh Hunger. What's mining time? Schatz, du läufst immer von mir weg. Ich glaube, hier an der Wand stand ich schon mal und hab den Weg nicht gefunden. Das ist so. Minus 201. Wollen wir denn eigentlich zu minus 0 oder minus 40, ne? Minus 0, minus 40, ja. Vor allen Dingen minus 0. Die minus 0 ist sehr, sehr wichtig. Ich laufe mal einfach Claras Gang entlang, weil da noch überall Quarz in der Wand ist. Mhm. Moment, du kannst. Das ist nicht mein Gang. Nein? Nein, mein Gang ging Richtung minus. Ach ja, das ist Alex, okay. Du kannst aber meinen Gang langlaufen und uns entgegenkommen. Dann benutzen wir nicht die gesamte Diapic-Durability für diesen blöden Gang. Aber Quartz. In meinem Gang ist auch Quartz. Ja, ich heb noch diese Quarzader aus. So, damit wir das gleich. Oh, hier ist ein Loch. Hier geht's nach unten. Ich meine, es haben Löcher an sich. Löcher können auch nach oben gehen. Mhm. Die meisten Löcher gehen sogar in beide Richtungen. Nein, ich esse Blätterteig-Dinge. Mal so eine philosophische Frage. Haben Strohhalme ein Loch oder zwei Löcher? Eins. Das ist keine philosophische Frage. Na. Da gibt es literally ein V-Source-Video drüber. Okay. Das Neueste.
Oh, okay. Deswegen haben wir auch beide direkt geantwortet. Topologisch 1. Ah, den Weg gefunden. Ja. Fucking nice. Enderman, die einem den Weg versperren. Gut, dass man sich halbwegs gut durch die durchdrücken kann. Okay, und wenn man 2 Lasagnen aufeinanderlegt, wie viele Lasagnen hat man? Eine sehr dicke und nicht so geile, weil die Käsekruste nicht mehr so nicht mehr da ist. Würde ich auch sagen. Okay. Muss ich noch hochsteckt. Wo wollte ich lang? Ich wollte Claras Gang finden. Ja, ich glaube, wir haben meinen Gang gefunden. Mhm. Clara war Westen, oder? Das, du warst da schon richtig. Ich war an der Treppe und bin dann abgebogen. Aber wir sind jetzt halt auch da. Auch gut. Das ist die Dance Party. Du siehst gerade meine Dance Party. Jetzt siehst du meine Dance Party im Stream. Oh yeah, meine Dance Party. Ich möchte gerne in die Oberwelt. Ich möchte gerne mit Feuerresistenz pushen, nochmal dahin zurückgehen. Okay. Do it, wir brauchen Slimes. Wir müssen in den Swamp at Midnight. Midnight. Spawnen die nur Mitternacht? Das ist die Spawnrate am höchsten. Achso. Du gehst halt bei jeder Nacht rein, aber am besten ist halt, wenn es Mitternacht ist. Achso, nicht die anderen. Achso, nicht die anderen Nächte. Was ist mit anderen Nächten? Nee. Das klang gerade halt so, egal. Du wie hattest. Geht's du hattest. Ich glaube, wir haben genug Kühe, um ein paar davon mal zu killen und zu gucken, ob wir genug Bücher bekommen. Ich dachte, wir killen die mit Suffocation. Warum sollten wir? Weil wir so viele haben. Das war der Joke, dass du die einfach nur vermehrst und einfach Hauptbad runter machst und dann. Netherbrick-Geräusche sind schon ziemlich nice. Was wollte ich nochmal da unten? Gar nichts. Cool. Sugarcane. Hip, ja. Hip. Wir brauchen übrigens kein Sugarcane mehr, wir haben wirklich genug. Egal. Das ist die Essenz dieses Spiels. 5 mhm. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Grund dafür, dass Skews verboten sind. In was? Wer? Wo? Keine Ahnung, ich würde sagen, es wird übrigens Nacht, das ist gut. Wollen wir Richtung Swamp gehen? Ja, mit Fackeln. Ich hab 2. Ich hab 29. Richtung Spawning. Der Weg hier ist ja schön ausgeleuchtet. Wir müssen auch gar nicht Richtung Swamp gehen, das macht gar keinen Sinn. Warum? Weil wir mehr als 24 Blöcke Abstand haben müssen vom Swamp. Der Swamp ist riesig. Ja, aber die spawnen halt auch nur an Land und da ist gerade ein riesiges Landstück hier vorne in der Ecke. Okay. Ah, ich hab Hunger. Nice. Ah, das klingt nach einem guten Plan zum Dinge tun. Und Pilze ernten. Ja, man kann auch Hunger generieren. Das macht auch Spaß. Ja, das Ding wächst übrigens nicht, wenn eine Fackel daneben ist. Lol, ich mach die Fackel und der Baum wächst instant. Ich war einfach unter Baum drunter. Nice. Also, ja, der Baum wächst übrigens nicht, weil da eine Fackel ist. Das schlägt die Fackel weg und der Baum ist einfach da. Ah, das Spiel ist so nice. Ja. Können den Ender Dragon mit Bäumen besiegen. Ja, und es lohnt sich übrigens, wenn du ein bisschen Hunger hast, weiteren Hunger zu generieren. Okay. Weil du generierst schneller Hunger nach, wenn du keine Saturation hast. Aber ist nicht die, okay, ich dachte, die Stew würde sehr, sehr viel Hunger zurückgeben. Nee. Ich glaube, die gibt dir nur so, keine Ahnung, 3 Hungerkeulen oder sowas. Ach so, okay. Du musst halt 3,5 generieren, 3,5 verlieren, wenn du dabei ist.
Das geht dann noch schneller, als Loch. Die nacheinander zu essen. So, könnt ihr jetzt nicht langsam mal da ein Slime gespawnt sein? Ja. Es ist aber, oh, es ist Vollmond. Du hast die geringste Spawnrate dafür. Sollen wir nicht unsere Bögen irgendwie nehmen? Ja. Macht Sense, ne? Ich geh die Bögen holen. Okay. Ich mache in der Zeit nie. Könnt ihr mir eine Milch holen? Ich glaube, ich hole eine Milch. Warum holst du dir eine Milch? Eine Real-Life-Milch, keine Minecraft-Milch. Ja, trotzdem. Wer geht einfach so nachts rum und holt sich dann eine Milch? Okay, Jan, dann gehen wir jetzt Slimes töten, wenn Alex Milch trinken muss. Milch. Da ist ein Slime. Ja. Da sind auch Creeper. Okay, ich geh schlafen. Okay. Geh du auch schlafen. Den hat einen Plan. Ich soll mein Bett in meine Leiste packen. Alex, beeil dich und geh auch schlafen. Ach stimmt, ich sollte mich nicht einfach nur in ein Bett im Freien legen. Nein. Immer Alex und die Milch. Wie hat er sich jetzt eigentlich an der Milch verletzt? Bum, 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 bum. Ich trinke ganz viel rum. Beeilst du dich bitte? Ich bin mich am Beeilen. Ich bin der Beeiler. Nein, bist du nicht. Ich bin der Beeuler. Warum bist du jetzt hier im Bett? Warum schlafen wir? Weil wir den Slime schon getötet haben. Ach so, okay. Nice. Das heißt, es ist Magma Cream Time. Irgendwer hat mein Bett geklaut. Ist die Cream Time. Wir brauchen Sand für Glasbottles. Kriege ich mein Bett zurück? Hast du mein Bett? Ich hab dein Bett, du kriegst es gleich wieder. Cool. Creeper? Oh, man. Noch ein Creeper? Na ja, sehe ich. Und ein Baby-Slime, den du literally mit der Hand töten kannst. Sag nicht, keiner von euch hat Slimeballs gedroppt. Hast du Slimeballs? Nein. Wow. Das ist ja immer noch kein Doch, Slime. Doch, ich hab einen. Einen hab ich. Einen. Einer reicht. Ja. Er bringt Sand mit, bitte. Wir brauchen noch 3 Sand. Okay. Ich hol Sand. Jan, bringst du Sand mit? Ja. Wir sind nämlich die sandlosen Sandräuber gerade. Ich bin mir halt immer, wenn Alex solche... Ich bin mir immer, wenn Alex solche Dinge sagt, nicht sicher, ob das eine Sache ist, die existiert, oder ob es nur ein Alex ist. Okay, nein, wir brauchen tatsächlich 3 Sand, um Glasbottles zu craften. Nee, beim Sand weiß ich schon. Nur, ob es etwas Nether gibt Wars. Namens die sandlosen Sandräuber von Sansibar. Ich brauche Netherwart. Kann man nicht die Wartblöcke entcraften? Nein. Okay. Ich habe 41 Sand. Das ist schön. Kann man die nicht auch vom Wandering Trader bekommen? Vielleicht. Aber ich habe noch keinen einzigen Wandering Trader gesehen. Ich halt auch nicht. Was dafür spricht, dass der irgendwie verbuggt ist, diesem Snapshot? Da lassen wir einfach einen spawnen oder 100. Ja. Keine Ahnung, wir können halt auch einfach Custom hinzufügen, dass man die Wardblöcke entcraften soll. Ja, aber da können wir Custom auch ganz viele andere Sachen hinzufügen. Das ist halt gecheatet, finde ich. Ich finde das nicht gecheatet. Warum? Weil man Nether Wardblöcke entcraften sollen könnte. Du kannst ganz viele Blöcke nicht entcraften. Mir egal. Aber es wäre dann voll OP, dann würde man die doch überall im Nether finden. Können die Netherbäume eigentlich Netherwards durch irgendwas spawnen? Nein. Kriegst Netherwards immer noch nur in Netherfestung. Okay. Ich guck mal nach. Aber das Gute ist, wir haben eine Netherfestung gefunden. Ja. Sogar 2. Ja, und eine, die nicht mal von Ghasts angegriffen wird.
Ich habe am wenigsten Health. Mhm. Voll der Schmutz. Okay. Du hast am wenigsten Health, dann kriegst... Nee, du kannst das Stew essen. Ich hüpfe einfach noch ein bisschen und dann esse ich gleich ein Stew. Ja, mach ich auch. Wie das einfach diese, die Essenz dieses Spiels ist. Das ist halt echt so Schmutz, ne? Ja, ich glaube, das ist viel eher die Begründung, warum Stews gebannt sind, anstatt dass sie OP sind, weil Leute halt das hier tun. Und niemand das hier tun will. Ich überhole mich, weil ich krasser Minecrafter bin. Ja, du überholst mich, weil ich die ganze Zeit auf die Shift-Taste komme und mich dann ducke. Das ist aber doof. Wie? Keine Ahnung. Okay. Dann wusstest du, dass ich mit den Pfeiltasten spiele? Nein. Ja, natürlich. Ist halt Linkshänder, ne? Macht Sinn. Ich bin auch Linkshänder. Nein, Alex. Ich habe meine Maus mit links. Ich benutze die Pfeiltaste und benutze halt meinen Zeigefinger, um auf die Steuerungstaste, auf die Shift-Taste zu gehen, zum Springen. Boah, weißt du, was eine richtig geile Steuerung ist? Leider geht das in Minecraft, glaube ich, nicht. Aber du kannst mit WASD plus Numpad steuern und bewegst mit Numpad die Kamera. Und das ist die ultraschmutzigste Steuerung von allen! Warum denn? Weil die... Ah, oh, eh. Das ist meine Steuerung, die ich für Dark Souls benutze. Also, bist du überhaupt ein Mensch? Ich bin mir sicher, du kannst einfach für deinen Spielstand einen Speedrun einreichen, weil das noch nie jemand anderes gemacht hat. Die Sache ist, Maussteuerung für Dark Souls ist halt so scheiße, dass ich einfach gesagt habe, fuck it, ich mach's Tastatur only. Keine Ahnung, bei den Lego-Spielen kannst du es halt nicht ändern. Ach so, die haben das auch. Ja, weil die für Controller gedacht sind. Das ist das einzige Spiel, was ich mit Controller spiele. Das sind diese 5 Minuten Konsolenports. Weil die sich nicht die Mühe machen konnten, das auf die Maus umzulegen, sondern einfach... Ja, du greifst mit der Maus an und du läufst vorwärts mit WASD und mit den Pfeiltasten guckst du dich um. Okay. Und mit meiner dritten Hand kratze ich mich da noch irgendwo. Nee, dafür brauchst du die vierte. So viele Hände habe ich nicht, das funktioniert nicht. Ich glaube, die Developer, der das einfach programmiert hat, der saß einfach und hatte... Ich habe nur noch 3 Hungercoin. Der hatte so ein Race-Game-Player, der hatte so ein Lenkrad und einfach Fußpedale. Weil der einfach so Pedale hat, hat er auch nicht geachtet. Okay, meine Maustasten sind einfach so links und rechts das Pedal einfach bei mir schon seit Jahren. Ich denke da einfach nicht dran. Boah, wisst ihr, was krass ist? Kennt ihr Super Mario Odyssey? Ja, habe ich mal gehört. Kennt ihr Speedruns dafür? Nein, nicht. Es gibt einen Speedrun, der da... darauf basiert, möglichst viele Captures zu vermeiden. Und bei diesem Speedrun... Was sind denn Captures? Dass sich Mario seine Kappe auf jemanden wirft und sich in andere und sich in das Ding verwandelt. Ah, okay. Und mittlerweile kann man super viele durch Glitches vermeiden, aber dafür muss man im Zwei-Spieler-Modus spielen. Aber... Und das heißt, die ganzen Speedrunner spielen im Zwei-Spieler-Modus, aber haben ihre Hände am einen Controller und spielen den zweiten Spieler mit den Füßen. Okay. So, ich habe jetzt wieder fast volle Herzen. Ich bin bereit. Hast du mal ein Spiel gespielt und den ersten Spieler mit den Händen und den zweiten mit den Füßen? Nein. Ich hätte auch noch nie das Bedürfnis dazu. Wie sieht's bei euch aus? Ihr braucht noch ewig. Okay. Boah, das ist halt so behindert, was wir hier tun. Das ist der beste Mann. Du musst Sprintsprünge machen, Jan. Du musst Springen gedrückt halten. Das ist einfach der beste Minecraft-Stream. Ja. Mach einfach so als Minecraft-Titel Minecraft-Springen-Weltrekord 2020? Fragezeichen. Das Tolle an Dark Souls ist halt, wenn man mit Maus spielt, kann man von der Maustaste, man kann Maus,
Genau, standardmäßig ist leichter Angriff linke Hand auf linke Maustaste und schwerer Angriff linke Hand auf Maustaste gedrückt halten. Linke Maustaste gedrückt halten heißt für einen halben Frame länger die Maustaste gedrückt halten, als wenn du einen Klick machst. Okay. Das heißt, du machst die ganze Zeit aus Versehen schwere Angriffe, wenn du leichte Angriffe machen willst. Und das kannst du jetzt nicht weiter weg. Dings muss machen. Es wird jetzt ultra langsam, weil du nicht mehr sprinten kannst. Deswegen kannst du ja nicht mehr sprinten, damit dir das nicht passiert. Und deswegen... Ich glaube schon. Wenn du da Dinge von der Maus runterbelegst und probierst, die irgendwie anders vernünftig zu machen... Ach nee, Unsinn. Es war nicht auf Maus das gedrückt halten, es war auf Doppelklick. Das heißt, man darf nicht zu schnell hintereinander angreifen, sonst macht man aus Versehen einen schweren Angriff. Das nice. War die Sache. Verstehe. Hast du alle Pilze genommen? Ja. Ich habe auch aus den Oxide Daisies hellgrau Farbe gemacht, weil ich die schön finde. Aber das nimmt mir keiner übel. Das ist ganz okay. Wie kann man am besten Haare in mein Gesicht stellen? Was? Durch die Coral-Fans oder so. Junge. Was denn? Stopp. Du weißt ja gar nicht, was ich machen will. Doch. Doch, wir wissen beide genau, was du machen willst. Was zum Fick? Bitte mach dem Penis keine haarigen Eier. Bitte baue keinen weiteren Penis mit haarigen Eiern. Wo ein Wille ist, da ist doch eine Wechselstube. Das ist auch kein Sprichwort. Bis jetzt. Niemals. Alex, nichts von dem, was du sagst, wird jemals ein Sprichwort sein. Bis jetzt. Niemals. Seht übrigens nach, brauchen wir noch mehr Slime? Weiß nicht. Also erstmal nicht. Who knows? Keine Ahnung, man kann ja trotzdem hoffen, dass noch einer kommt. Machst du? Was soll ich machen? Nicht du, Alex. Alex macht. Ich glaube, es sind. Ja, es sind Haare. Lass ich. Ich finde, sieht hübsch aus. Nein. Du hör auf, dafür unser Bounty zu verschwenden. Der ist nur 20, nein. 11 Bomi gekostet. Siehst du, dass wir das gerade brauchen? Komm schon. Bitte hör auf, dafür unser Bomb. Okay. Ah, mal kurz weg. Nice, machst du mir eine? Nein. Jan, du machst es übrigens nicht hübscher. Ja, aber da hast du trotzdem keinen Penis mehr. Okay. Hast du das gehört, Jan? Was denn? Alex, glaub, du machst den Anfang von einem größeren Penis. Cool. Dann wird er wenigstens beeindruckender. Oh, Zombies. Zombies? Zombies. Auf der anderen Seite vom Haus. Oh, wie kommen die denn dahin? Gespawnt. Ach so, weil die uns von da drüben bemerkt haben. Okay.
Denk dran, wir haben nicht unendlich viele Pfeile und Durability und so ein Shit, ne? Vielleicht sollte ich den Bogen enchanten. Wo war nochmal die Haustür? Ah! Sorry, ich musste nach unten. Ich sollte mir einmal Wasser mitnehmen. Das klingt wie eine gute Idee. Moment mal, ich habe doch ein Bett. Damit kann ich auch safe nach unten. Mit MLG Bed Jumps. Halt, Moment, du hast immer noch mein Bett. Ja. Ach so, sorry. Das lassen. Komm schon. Türe funktioniert. Danke schön. Uns ab. Ich suche mir gleich einen Lava-Eimer. Ja. 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 Du hast gerade in Minecraft eine Kiste geöffnet. Wie hast du dich dabei verletzt? Du musst immer noch gemutet. Ich bin immer noch gemutet. Fuck. Zombie. Warum bin ich so dumm? Wenn du ein Dummi bist. Wenn du da reinkommst, kommst du nicht wieder. Wenn du da reingehst, kommst du nicht wieder raus. Das ist klar. Warum? Probier's aus. Sperr dich ein. Nein! Sperr dich ein! Los, tu es. Okay, mein Haus sieht nicht so gut aus wie das von Alex letztes Mal, aber es sieht besser aus als das, was wir vorher hatten. Ich hab mich angesperrt. Wir sind Alex losgeworden. Wir haben es geschafft. Du kommst hier raus, du kannst da nicht draufklicken. Ich weiß, ich hab mir das schon gedacht. Aber Jan hat mich herausgefordert. Tja. Wenn ich jetzt theoretisch hier in einen Dirtblock setzen würde, würdest du anfangen zu ersticken? Ich hab mich doch mal herausgefordert. Würdest du anfangen zu ersticken, wenn ich hier in einen Dirtblock setzen würde? Nein. Nein. Nein? Dann kannst du nur nichts mehr sehen. Mach mal F2 und B an. Okay, dann kann ich nichts mehr sehen. In dem Block, man sieht ja meine Hitbox nicht. Ach so. Ja, Alex ist halt literally einmal ein Block groß gerade. Hm. Cool. Guter Alex. Alex.zip. Okay, Jan, was machen wir jetzt? Gehen wir zurück in die Netherfestung, holen wir das Netherwarzen? Moment mal, wo haben wir hier eigentlich eine endlose Wasserquelle irgendwo im Haus? Ja, irgendwo ist eine. Warte. Hier, hinter der Kiste. Natürlich. Hey, wo sonst? Ich wollte gucken, dass ich meinen Bogen zumindest ein bisschen verzaubere. Ich habe halt nur 20 Level, ich hätte halt gern mehr als 20 Level. Aber ja, wahrscheinlich. Ich sollte mir dafür Lapis mitnehmen. Bringst du mir auch welches mit? Ich sollte dir auch Lapis mitbringen. Okay. Danke. Krieg ich denn? Ich kann Unbreaking 3. Ich kann Unbreaking haben. Cool. Ist aber ganz großer Schmutz. Ich kann Power 3 haben. Nimm Power. Ist leider nichts anderes drauf, aber trotzdem ist es Power 3. Wurde Alex befreit? Ja. Ja. Luxe der Pandora geöffnet. Er hat angefangen mit Fackeln rumzuschmeißen. Und deswegen sollte man ihn dabei einmauern. Wie mache ich denn einen Grindstone? Okay, Stone Steps, Sticks und Planks. Plank. Stick?
Jan, es ist dein Ernst. Warum? Okay, ich gehe in die stille Ecke. Ich hab auch aufgehört. Wir könnten das bei uns alle selber machen, dann wäre der Stream vorbei. Man kann doch noch den Kompostbin malen. Ja, kann man. Ja, aber dann verliert man seinen Kompost-Shit. Hab's denn, wenn ich hier Wasser reinsetze? Geht nicht. Okay. Kannst du nicht. Wo hab ich gerade Wasser eingesetzt? Ich krieg's nicht mehr zurück. Du hast die Kiste gewatert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, vor allen Dingen. Du bist übrigens wieder frei. Ach so. Oh. Ich nehm das Wasser dann mal wieder mit. Ah! Ja. Hey, wir sind alle richtige Profis hier. Total. Gut, wir tun wieder sehr viele sinnvolle Dinge. Doch, ich mache einen Grindstone. Ja. Das ist tatsächlich sinnvoll. Ich kann zurück in Netherwarzen holen. Ich habe zu viel Obst gegessen und habe jetzt Sodbrennen. Ui. Hm. Und nein, Alex, es liegt nicht an den Eiern. Definitiv Jan nicht. Jan hat heute sich im Netto einen 10er-Karton gekochte Eier gekauft. Nein, das liegt bestimmt nicht an den Eiern. Hat keins verschenkt in der Klasse. Doch und eins. Lorenzo hat eins genommen. Warum? Es liegt nicht 3, nicht 6, 9. Warum kann ich Scheiß an Breaking bekommen? Du musst wahrscheinlich eine Trash-Verzauberung machen. Hab ich gerade schon. Power 2. Du kannst aber irgendwas anderes verzaubern. Hab ich gerade schon. Oh, verzauber noch was anderes. Du hast immer nur einen Bogen. Boots kannst du neu craften. Ja, ich habe einen Grindstone! Vorher hab ich 2 Enchanted vergessen. Was? Mach Power 2. Power 2 an Breaking 2 nehme ich. Meine Paprika ist runtergefallen. Ich habe die Idee. Und hat Paprikasamen überall verteilt. Ich bin mal kurz weg. Ah, das hast du gerade gesagt, ja. Yes. Das ist jetzt eine Trap-Türe. Ich habe nicht Trap-Türe gesagt, ich habe Trap-Türe gesagt. Und ich meinte halt nicht das englische Wort Trap, ich meinte das deutsche Wort Trap. Ach so, weil die in der Treppe versenkt ist. Genau, weil es halt an der Treppe ist, es ist eine Trap-Türe. Ah. Bist du begeistert von meiner Logik? Ja. Mhm. Warum verpasse ich immer beim ersten Mal ums Haus drum rumlaufen den Eingang? Oh mein Gott. Was ist denn? Ich war literally einfach. Ich hätte 3 Blöcke nach vorne gehen laufen, dann wäre ich im Netherwarzenraum gewesen. Läuft. In der anderen Festung. Ich stand halt von dem Eingang, das ist ein Wizardskill. Ich sehe halt auch noch, dass diese Treppe da unten, ne? Ich weiß halt auch, dass die Räume so aussehen, aber ich mache einfach die Connection nicht, dass, oh, das ist ein Netherwarzenraum, den brauchen wir, weißt du? Jetzt komme ich zum zweiten Mal hier hin, gucke mir diese obere Plattform an und sehe so, das ist doch ein Netherwarzenraum. Geh so 3 Blöcke nach vorne und seh die Netherwarzen unten. Wow. Easy Netherwarzen. Haben wir Soul Sand? Nein. Ja, aber sollte einfach zu holen sein mit der Menge an Soul Sand Biomen. Ja. Gerade weil du in einem drin bist. Genau deswegen frage ich an. Ach so, ich dachte, weil du ihn gerade brauchst. Genau. Soul Sand macht mittlerweile interessante Geräusche. Können wir dann einen Wasserlift machen?
Ja, oh, das ist die absolut beste Idee, die du jemals in deinem Leben hast. Aber dann können wir keine Trepptüre mehr haben. Stimmt. Und ist das ein Trade, den du willens bist einzugehen? Nein. Warum hab ich eigentlich eine Steinaxt? Ich sollte eine Eisenaxt haben. Alex, soll ich dir mal die momentane Version von meinem Texture Pack schicken? Ich würde sie jetzt nicht benutzen. Okay. Danke. Was? Was ist? Ich habe auf den falschen Server connected. Auf welchen denn? Das hat halt nicht funktioniert. Ja, natürlich. Ich wusste es. Da klicke ich auch auf Flex mal drauf, weil es halt der Beste ist. Und denkst so, ich will natürlich auf den Besten. Klickst da drauf und dann denkst du, schade. Ich muss auf den anderen falsche Server wechseln. Was? Ja. Welchen denn? Auf den beta.server.26. Hier ist eine Wildcard drauf, nicht... oder? White List on. Nicht, dass wir irgendwelche Zuschauer hätten, aber da ist ein Whitelist drauf, oder? Nun ja, also, um ehrlich zu sein, auf dem Server ist literally keine Whitelist. Gut, aber ich meine, wir sehen es ja auch, wenn Leute joinen. Und, weiß nicht, ich nehme ihn halt offline immer danach. Du hast halt auch zwei Zuschauer. Einer davon bin ich und ich glaube, einer davon bist du selber. Ja. Ja. Aber wenn du auf Leute im Chat guckst, sind das wieder mehr, weil da sicher Commander Wood und so drin sind. Okay, das wird mir nicht angezeigt, wie viele Leute im Chat sind. Commander Wood und, ja, dafür gibt es auch keine Nummer. Du kannst nur auf Chat-Teilnehmer klicken und da sind da alle drin. Da sind nämlich Jan Klever, WeStreamBot, du, Commander Wood und Robotman 000. Okay. Robotman 000. Und ich muss aufhören, diesen Namen zu sagen, weil ich dadurch im Endeffekt ihren Streams Shoutouts gebe und das ihre Taktik ist. Glaub ich. Keine Ahnung. Kann ich Warp Roots composten? Ja, wer guckt denn sonst zu? Überleg mal, es sind doch zwei andere Personen drin gewesen, oder? Mhm. Jan, was machst du da eigentlich? Jan, du gibst literally der einen Person einen Shoutout für die andere Person. Verstehst du? Ach ja, und da war was. Das macht halt keinen Sinn, keiner sagt, ich beende jetzt meinen Stream, in andere Stream zu gucken. Ja, ich verstehe deinen Einwand. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt Netherwarzen, ne? Ich hab Netherwarzen. Du hast Netherwarzen? Ich war bei der Festung. Nicht mitbekommen. Da waren halt direkt welche. Der okay. Andere. Dann lass uns doch Dings was machen. Moment ja, mal, wie sahen Orc-Trees nochmal aus, wenn sie... Du hast 33 sind. Stück, du kannst ja wohl schon mal eine Awkward Potion machen. Warum kommen dann zwei Schichten mit doppelter Breite? Okay. Oh, das ist so awkward, was ich hier mache. Hahaha. Wo ist das Blaze Powder? Was ist Slime Ball? Ich halte diesen Namen, peinlicher Trank, einfach so. Warum heißt das Ding Awkward Potion? Was ist Blaze Powder? Weil. So, eine das Ding Magma sollte Cream? Basic Potion oder Potion Base oder sowas heißen. Das keine Ahnung. Es gibt ja ursprünglich hier noch Thick Potion und bla bla bla. Ja, deshalb, es gibt Thick Potion. Es gibt, die hatten früher mal 21 von diesen Adjektiv-Potions. Und die behalten die fucking Potion, die Awkward Potion heißt. Nimm Thick, Greasy, Glowing, Luminous, Thin. Okay, mit Magma Cream kriege ich Feuerresistenz, ne? Ja. Sicher. Ja. Ich könnte gerne nochmal nachgucken. Hey, ich hab Tintenbeutel gekriegt. Magma. Daraus kriegt man nichts, außer schwarzer Voll. Farbe. Ach so, ich dachte, ich könnte mir dann einen Potion auf schwarz okay. machen, der nichts tut, außer schwarz sein.
Nein. Du kannst eine Potion of Schlong machen. Und wie mache ich das Ganze länger mit Redstone? Ja. Okay. Warum ist mein Bildschirm ausgegangen? Wo ist dein Bildschirm ausgegangen? Der war geradeaus! Weil du mit den Füßen irgendwie an die Kabel eventuell hast. Du hast gerade literally einen Wackelkontakt. Soll ich mal runterkrabbeln und das ändern? Nicht jetzt. Wahrscheinlich eher gleich. An der Grafikkarte. Nicht jetzt gleich. Okay, Fire Resistance 3 Minuten. Rotstein! Hast du dein Spiel auf Deutsch gestellt? Nein, hat er nicht. Ihr sagt einfach nur Rotstein. Ja. Rotsteinerz. Es wird auch immer hässlicher hier bei uns, ne? Jan, was baust du da eigentlich? Baum. Ein Antibaum? Ja. Kuppenholzfalltüre. Ja, ich brauche hier einen Antibaum. Warum? Was ist dein Problem damit? Ich find's lustig. Alles gut. Ich meine, das ist immerhin kein Penis. Ich brauche mehr Holz. Ich hab noch 6. Wap. Ja. Ah, das war's gar nicht, du. Gut, dass du dein Holz Alex gegeben hast. Nein, hab ich nicht. Wen okay, denn? Wir haben Feuerresistenz. Ein Zombie? Na, Kuh? Ich hab's in meiner Hand behalten. Ach so. Wollen wir dann? Ich würde mir noch Haltrecke machen. Ja? Ich würde mir keine Haltrecke machen. Weiß ich nicht. Doch. Braucht man für Haltränke? Glistering Melon. Wir haben keine Melonen, oder? Nein, wir haben auch keine Melon Seeds. Wir müssen einen Mineshaft finden. Natürlich. Oder einen Dschungel. Dschungel sind aber selten. Und Mineshafts nicht. Was ist mit Regen Potions? Die sind gebannt. Sind sie nicht! Es gibt keine offiziellen Regeln für UHCs. Es gibt einfach den alten UHC-Mod, in dem die disabled worden sind. Es gibt keine offiziellen Regeln, aber die sind halt ziemlich OP, die Regenerationstränke, weil die nicht voll heilen können. Können wir kurz schlafen gehen? Bitte danke. So, ja. Ganz oben sind die. Ich weiß. Gut programmiert hier! Was ist denn? Willst du ja nachgucken. Wie man die Sache auch im Brot. Ich hab's gefunden. Okay, für Healing braucht man Glistering Melon. Fire Resistance. Wir können auch keinen Regen machen, dafür brauchen wir Gastiers. Okay, lass mal gucken, wie wir an Melons kommen. Wir müssen Mineshaft finden. Warum gibt's im Nether-Dschungel keine Nether-Melonen? Das ist ein Block, den wir brauchen. Fuck. Ich meine natürlich früh. Das wäre schon so lustig, wenn Mojang so eine Fire-Melon reinbringen würde. Junge, was, wir es war eine so Desert-Village, ne? Achso, warte. Ja, Alex hat sich geschnäuzt. Fertig. Fürs Erste. Oder wir suchen eine Woodland Mansion. Keine Ahnung. Healing Potions wären halt schon nice, da hast du recht. Das ist voll. Du kannst brach. Die halt trinken, wenn du voll bist. So ist meine alte Grundschule. Was? Nein, ich deine alte nicht Grundschullehrerin konnte trinken, wenn sie voll ist? Ja. Okay. Wo ist unser Eisen? Da ist unser Eisen. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt minen gehen, ne? Ja, wir brauchen Mineshafts, wir brauchen Chests. Hatten wir nicht schon irgendwo einen Mineshaft? Moment mal. Generieren die können nur in
Minecraft Dungeons. Schade. Wenn ich halt Melon Stems can generate in Savannah and Desert Village Farms. Es kann sein, dass unsere Wüstenvillage eine war. Ja, wir müssen zurück durch die. Wir müssen die Wüsten durchstreifen. Ja. Let's go. Wüstenman! Wüstet hier und dort und überall. Er ist für dich. Du hast mich jetzt gehauen. Anstrengend bist? Okay. Fair point. Bin ich halt wirklich. Wir haben gar keine Trepptür mehr. Nein. Nein, weil ich die weggemacht habe, weil ich ins Loch gefallen bin und mich das genervt hat. Sehr gut. Alex, möchtest du dir nicht auch mal deinen Bogen mitnehmen? Ja, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Wo ist denn der? In der Kiste, wo der immer schon drin war. Fuck. Muss ich das wissen? Da. Und einen Stapel. Und Jan, Pfeile. Du möchtest dir noch einen Stew mitnehmen, weil du wirst hungrig werden unterwegs. Ich hab ja noch einen Stew mit. Ach so. Okay. Ich bin ja auch schon. So, wir sind in welche Richtung gelaufen? Wir sind in die Richtung hier gelaufen. Nein, wir sind in die komplett andere Richtung hier gelaufen. In die Richtung laufe ich doch! Ach so, ich hab Jan gesehen, sorry. Sehr gut. Ich meine, wir sind halt alle irgendwie roséfarben. Roséfarben? Ich würde jetzt Rick nicht als roséfarben. Deine Rüstung ist roséfarben. Von hinten sind wir alle roséfarben. Hashtag I am not my armor. Hashtag yes you are. Ich habe ein Hashtag, wenn du das siehst, dass es wichtig war. Ja, Hashtag you are right. Habt ihr Betten dabei? Nö. Lass uns doch, zurück. Hab ich nicht. Ich hab mein Bett immer dabei. Ach, hat jemand zwei Betten dabei? Nein, wir können dir aber auch ein Bett holen. Ich habe aber Farbe dabei, falls du dein Bett einfärben willst. Ja, gib mir eine Sekunde, ich gehe mein Bett holen. Ich bin nicht weit. Eins. Okay. Nein, jetzt möchtest du auch so einen Penis bauen? Nein, eigentlich nicht. Okay. Nicht alle Menschen sind so penisfixiert wie du. Bin ich halt gar nicht. Ich hab die Poster schon abgehangen. Was du da machst, ist sehr wichtig, ja. Ja, ist. Oh mein Gott, da war ein Loch. Das ist sehr wichtig. Ich hätte die drei anderen Shears nicht wegpacken sollen. Warum hast du so viele Shears gecraftet? Keine Ahnung, hab gesehen. The sheer amount of Shears ist gesehen, incredible. Da waren 8 Iron Ingots. Dachte ich mir, ja, mach ich mal. Ich habe euch wiedergefunden. Nice. Das muss. Aber das Gute ist, ich kann mich jetzt immer, wenn ich mich über irgendeine Schlucht bauen muss, damit Leaves drüber bauen. Ich erinnere mich da an ein etwas hakenkreuziges Ding, was du aus Leaves gebaut hast. Ich glaube, du magst Leaves. Tatsächlich, wo du mich gerade auf den Gedanken bringst, hätte ich fast aus Versehen was Ähnliches mit Lars Zuckerrohrfarm getan. Weil ich ihm gezeigt habe, wie man die platzeffizienteste Zuckerrohrfarm baut. Moment, habe ich dich gerade rausgekickt? Ich dachte, ich würde dadurch da hinten drauf sitzen. Ich habe kein Boot. Ja, das funktioniert. Ich habe aber im gleichen Moment bin ich ausgestiegen und wollte meinen Craft. Kannst du noch ein Boot machen? Ich habe kein Holz und kein Boot. Da, Boot. Crafting Table kaputt. Ich hab's nicht lauf da durch! Ich hab's nicht aufgesammelt. Jan hat's, glaube ich, aufgesammelt. Nein! Okay, da so, ist's. Zwei Boote. Einer muss mitfahren. Hui. Eine Bootfahrt, die ist lustig. Ich kann sowieso nur eine halbe Strophe. Ich lass es lieber. Ich glaube, niemand kann von diesem Lied mehr als eine halbe Strophe. Ich weiß nicht, ob das mehr als eine halbe Strophe hat. Ich glaube auch. Okay, wie wär's dann mit Wow, 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 your boat gently downstream. Very, very, very up and down again. Ja. Ich glaube, wir müssen aussteigen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen so gigantischen Sumpf gesehen, ne? Der ist ultra riesig. Hier hinter ist noch haben wir irgendwie Large Biomes an? Nein. Guck mal, mehr Sumpf.
Wenn ihr möchtet, kann ich nachgucken, aber ich glaube halt nicht. Ich habe halt alles auf Default gelassen. Ja, fahr einfach weg ohne mich. Oh, hey, du hast dein eigenes Boot. Ja, aber ich musste im Internet nachgucken, also im ja, literally im Internet. Oh, Witcher. Lilipads! Das ist gut, weil da ist eine Witch und die kann man killen. Ich kann auch noch lassen. Ja, wo ist denn der Spaß? Die machen halt, die neigen halt dazu, einen mit Tränken zu bewerfen und die machen Schaden. Ja. Und die bringen dich auf ein halbes Herz runter. Das ist voll Schmutz. Ach, vielleicht droppen sie Healing Potions. Das lohnt sich halt dafür allein schon. Nicht. Oder Zucker. Jan, du hast übrigens jetzt das Boot. Ich hab das Boot. Gib mir das Boot wieder! Also cool, ich muss mein Boot nicht abbauen, ich hab gerade eins aufgeklappt. Das ist dein scheiß Ernst! Ernst? Das ist mein dritter Vorname. Du hast nicht mal einen zweiten. Das ist ja mein dritter, das hast du richtig erkannt. Das ist ein Schwein. Das sind sogar mehr als ein Schwein. Ich hab 1,5 Herzen Schaden bekommen gerade. Warum? Weil das Spiel dumm ist. Bist du gesprungen? Ich bin nicht gesprungen, ich bin gefallen. Ja, das ist auch Sprengen, das ist nur kein gutes Sprengen. Aber die Springtaste ist wichtig, um Hunger zu generieren. Keine Ahnung, ich glaube, du generierst halt, wenn du hier durch die Gegend rennst, auch so genug Hunger. Auch das ist wahr. Ich sehe eine Wüste. Und da ist ein Dorf, aber es ist kein Wüstendorf. Das ist das alte Dorf, bei dem wir hier vorher waren. Wir können da auch noch mal in den Kisten gucken, vielleicht ist ja irgendwas verbuggt. Hier ist eine Biene. Ja, das ist definitiv das alte Dorf. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin bei den Bienen. Okay, ich lauf mal weiter Richtung Wüstendorf. Hier sind Schweine. Cool. Gut, dass du uns alles mitteilst, was du siehst. Ich teile noch lange nicht. Ich hab ein Haus gefunden. Ja, das ist das Dorf. Ah, ist das das Dorfdorf oder das Wüstendorf? Das ist das falsche Dorf. Das ist ein Plainsdorf. Hm. Wir können einmal gucken, ob in den... Äpfel. Wir können gucken, ob in den Kisten... Ich dachte mir gerade, ja, das läuft ein guter Weg. Ja, Minecraft ist nicht so gut darin, Wege zu generieren. Übrigens dunkel, glaube ich. Ja, ich habe gehört, dieses Dorf hier hat viele gemütliche Betten. Ja, es wird dunkel, die Welle schlafen. Und ich habe Inksex, um sich schwarz einzufärben mit. Okay. Habt ihr alle ein Bett? Ja. Ja. Jetzt Bett. Lol, ich habe das Schild im Bett an. Hä? Ich bin geequipptem Schild quasi ins Bett gegangen. Okay. Das Schild vor sich gehalten. Oder in welche Richtung laufen wir? Süden? Warte, ich habe eine Eintagsfliege im Gesicht. Wollen wir nicht in Richtung Dingens? Brauchen wir für irgendwas Pumpkins? Weil Pumpkins sind hier. Ja, hol, nimm direkt mit, ich Enderman eventuell. Ich bin mir nicht sicher, ob... Ich glaube, du hast gerade das Wort Eintagsfliege falsch verwendet. Warum? Weil Eintagsfliegen nicht diese kleinen Viecher sind. Doch, das sind Eintagsfliegen. Nein, das sind Fruchtfliegen. Bullshit. Das ist das Gleiche. Ja. Wo ist der Unterschied? Mein Wissen sind Eintagsfliegen relativ groß. Nein, das sind normal. Das sind Schmeißfliegen und Stubenfliegen. Alex, in welche Richtung läufst du? Ich laufe in Richtung Süden. Okay, Jan, wir laufen in die falsche Richtung, wir müssen abbiegen. Die Eintagsfliege? Nein, ich suche das Eintagsfliege. Jan, bleib nicht immer irgendwo stehen, dann verlierst du uns. Das ist schon zu spät, mich hat er schon. Ich sehe ihn aber noch. Der googelt gerade Eintagsfliegen. Scheinbar. Die sind so ein bisschen... Wo läufst du hin? Du läufst weg von mir. Oh. Du musst Richtung Süden. Wow, Jan, ganz große Klasse. Süden, da. Eintagsfliegen. Ratet mal, wer Damage bekommen hat. Ist das dein Ernst? Ich bin halt nicht gut darin.
Brauchst du uns, du? Meine Hass, wäre das nett. Ja, natürlich. Das sind, das sind so Dinge wie Steinfliege, die gehören zu den Eintagsfliegen. Ja, okay. Habe ich mich doch noch richtig erinnert, wie die aussehen. Eintagsfliegen sind auch so super lange Teile mit einem gespaltenen Schwanz. Okay. Ich bleib trotzdem bei Eintagsfliegen. Das sind Eintagsfliegen, also die hier in der Wohnung rumfliegen. Also die sehen so ein bisschen Libellen ähnlich. Das sind Dinge, die ich eigentlich gar nicht wissen möchte. Das ist auch voll dumme Name. Libellen bellen halt gar nicht, ne? Die ist jetzt jedenfalls tot. Nice. Sehr gut. Gehören die eigentlich zu den... Nee, die sind tatsächlich eine getrennte Gattung von Fliegen. Keine Ahnung, ich habe den Wikipedia-Artikel halt noch im Hintergrund liegen. So, ich mach ihn weg. Rabbit Hole. Ich brauch Essen, weil ich halt keins. Ich hab 9 Äpfel. Nee, ich bin mir relativ sicher, dass ich auch noch irgendwo da hinten im Bücherregal ein Dingens, deutschen Insektenführer liegen habe. Okay. Sehr wichtige Dinge. Wusstet ihr, dass es in Deutschland 2 heimische Arten von Kakerlaken gibt? Nein, aber das wollte ich auch nicht wissen. Nämlich die... Ich weiß jetzt nicht, ob die eine die deutsche oder die europäische ist und die schwäbische Waldschabe. Kannst du nicht so eklig sein? Tut mir leid. Ich habe kein Essen mehr. Das ist... Wo bist du? Gib mir Koordinaten, ich komme zu dir. Da, meine Koordinaten. 1200, 800, 900. Also 900 und 1200. Okay. Ich bin auf jeden Fall in irgendeiner Wüste. Das ist richtig. Und dahinter ist ein Ozean irgendwo... und da ist ein Schildkröten. Keine Ahnung, es macht halt auch eigentlich Sinn, dass wir nicht alle auf einem Haufen sind. Wir suchen halt literally ein Savannen- oder Wüstendorf. Warum kann ich Schildkröten nicht schubsen? Kannst du. Ne, Collisions sind aus. Really? Okay. Ich glaube, du kannst keine Mobs schubsen. Oh mein Gott, ist das dein scheiß Ernst? Du droppst ein Rabbit's Foot? Wir können Potion of Leaping machen. Cool. Ich bin doch gleich bei dir, entspann dich, ich sehe dich schon. Hör auf, von mir wegzurennen. Gurken. Ich weiß nicht, was, warum genau, aber da sind halt einfach hunderte Gurken an der Seeoberfläche am Schwimmen gewesen. Ich sehe dich. Ich muss dir auch kein Essen geben. Nein, ist okay. Bitte gib mir Essen. Möchtest du noch mehr essen? 26 Gurken. Ja. 26 Seegurken? Ja. Kann man aber nicht essen. Und? Die leuchten aber. Ich weiß. Seegurken. Die Seegurken haben erstaunlich wenig Ähnlichkeiten mit Seegurken. Sind Sie sicher? Ja. Sind ja auch Sea Pickles, ne? Sind ja keine Gurken. Ja, Pickles kann theoretisch jedes Gemüse sein, das in einer sauren Substanz eingelegt ist. Ich weiß. Oh. Andererseits muss es noch Tempel, nicht mal sauer sein, weil es gibt ja auch, man kann auch mit basischen Substanzen Dinge. Ja, das ist aber eklig. Sicher? Hast du mal irgendwas probiert, was basisch ist? So Essen? Ich meine, sowas gibt es mit Gurken, dass man da irgendwie eine... Keine Ahnung, also zum Einlegen. Ich finde, basische Sachen schmecken halt immer wie Seife. Oh, ich liebe Seife. Machst du den Tempel? Ja. Boah, ja, mit Backpulver ist das immer richtig nice. Ja, oder wenn du zu viel Natron irgendwo drin hast, schmeckt es halt auch wie Seife. Das ist halt eklig. Oh, ich habe mir mal so eine Packung Backpulver aufgemacht und durch die Nase gezogen. Das war eine schlechte Idee. Das hätte ich dir auch sagen können, ohne dass du es ausprobierst. Das prickelt. Ich habe, glaube ich, ein Village gefunden. Das ist ein Tempel, oder? Das ist ein Tempel. Oh, 2 goldene Äpfel gefunden. Nice, ich glaube, das ist der gleiche Tempel. Ja, du bist bei uns. Wir haben den gleichen Tempel gefunden. Cool. Alex ist da gerade drin. Alles gelootet, weil ich krasser Looterboy bin. Und was ist das da hinten? Ist das noch ein Tempel? Wir können alle nochmal Bögen... Nein, das ist einfach nur ein merkwürdiges Ding. Wir können nochmal 3 Bögen machen und die zusammen craften. Das ist nice. Was noch viel wichtiger ist... Ich habe ein Dorf. Ja, das ist noch. Ich habe 9 TNT.
Das Dorf ist nördlich von dem Tempel. Nice. Norden, Süden, Osten. Ist das auch, glaube ich, das, in dem Norden wir schon ist da, waren. Wo der Daumen unten ist. So. Du kannst Norden, Süden, Osten, Westen nicht an Daumen festlegen. What the fuck? Ich habe auch gesagt, Norden ist da, wo der Daumen unten ist. Ist dir das aufgefallen? Ja. Okay. Ja, das ist das Dorf, in dem wir schon waren. Wir müssen uns genau die Felder angucken. Auf den Feldern sind Melon Stems. Ich weiß nicht, ob Melon Stems Melon Seeds droppen. Wir müssen möglicherweise warten, bis dann eine Melone gewachsen ist. Ja, ich habe Knochen in dem Ding. Wir können das einfach grown. Aber ich weiß nicht, ob hier Melonen sind. Haben wir 4 Dirt mit, damit wir an jeder Seite von dem Melon Stem Dirt platzieren können, um die Wachstumschance von der Melone zu maximieren? Ja. Die ist halt auch Dirt. Ach so, ja, stimmt. Die sind halt auch. Ich habe das Village noch nicht gefunden. Okay. Ich habe ein Village gefunden. Ich habe einen Busch zerstört. Das ist es. Uhu, Village, Pillage, yeah. Das ist keine Melone. Hier unten ist noch ein Feld. Da sind auch noch Kakteen drin, da war ich schon dran. Hier ist eine Katze. Cool. Die droppt String. Ach lol, das waren gar keine Pickles, die ich gefunden habe. Das war Kelp, okay. Kelp ist halt so gurkenförmig. Aber trotzdem war da halt ein Kilo Kelp auf dem der Meer. Ja, Kelp wächst halt einfach überall. Das ist halt. Kelp sieht halt auch nicht wie Gurken. Nein. Sea Pickles generieren halt auch eigentlich nicht in diesem Biom. Ich glaube, hier ist nicht. Ich habe aber 2 Sea Pickles gefunden in einem der Häuser. Die standen auf dem Tisch. Das kann sein. Wir müssen gucken, ob in den Dingern Essen drin sind, weil wir haben alle, glaube ich, nicht mehr so viel Hunger übrig. Ich habe einen Apfel. Ich habe 6 Äpfel. Ich kann halt einfach. Habt ihr es jetzt ernsthaft nötig zu essen? Nach all dem, was wir durchgemacht haben, um Hunger zu generieren. Und hier sind Weizenblöcke. Ich habe 8 Brot. Reicht. Ja, wir müssen wohl noch ein Dorf suchen. Oder? Ja. Moment, ja. Ich muss noch fertig alle Blumentöpfe klauen. Warum klaust du die Blumentöpfe? Die Leute sollen keine schönen Häuser haben. Jan, das ist einfacher mit den schönen Häusern. Geh mal da raus. Nicht TNT. Ich habe auch den Villager geschlagen. Ja, jetzt mag der dich nicht mehr. Jetzt tradet er nicht mehr mit dir. Cool. Der stand irgendwie vom Fenster und ich habe aus dem Jan, Fenster... Jan, geh weg von Alex. Alex hat 9 TNT platziert. Warum tust du das, Alex? Wir können Tahiti! Houtini! Wir können das sinnvoll benutzen. Das ist dir bewusst, oder? Jetzt nicht mehr. Wie denn sinnvoll? Wir könnten damit nach Dingens Netherwild Speedmine. Speedmine mit 3 TNT. 9. Ja, wir müssen ein neues Dorf suchen. Oh, nice, hier sind Holzbuttons an den Häusern. Ja. Warum brauchst du jetzt einen Holzbutton? Ja, um das TNT zu zünden. Sprengung! Okay. Guck mal, der hat jetzt ein schönes Haus, Jan. Siehst du das? Ja, ich platziere mal alle Betten im Meer. Wollen wir nicht stattdessen weitergehen? Also ihm gefällt. Ja, lass uns weitergehen. Moment, lass uns erst mal schlafen. Abgetaucht zum anderen Bett. Das ist nämlich da ganz unten. Bett. Oh, ich hätte auch auf dem Meeresgrund schlafen sollen. Wie hat deine Village angefangen zu rotieren? What the fuck? Sie dumm sind. In welche Richtung laufen wir? Ich würde einfach weiter in diese Richtung hier laufen. Was ist denn diese Richtung? Westen. Okay. Wir sollten daraus Wosten machen. Okay, wir werden es heute nicht schaffen, den Ender Dragon zu töten. Alex, du hast mich angelogen. Hab ich nicht. Doch. Du willst einfach nur vorher aufhören. Ich glaube schon, dass wir das in den nächsten 2 Stunden schaffen. Okay. Aber nein, so lange will ich nicht mehr machen. Aber wahrscheinlich werden wir es heute noch schaffen, Melonen zu finden. Ja, das ist, glaube ich, unser Stream-Goal. Wir können halt auch einfach Melonen im Ingame-Shop kaufen, ne? Beim Wandering Trader, ja. Aber der spawnt halt irgendwie auch nicht. Loch. Mach einfach /Admin-Shop. Hm.
Hier sind geile Hügel. Ja, das sieht richtig mit nice Löchern aus. Die Umgebung hier. Mhm. Warum seid ihr zusammen und ich bin alleine? Weil Jan mir hinterher läuft, das ist nicht meine Schuld. Okay, laufe ich halt in eine andere Richtung. Das habe ich nicht damit sagen wollen. Ich aber. Oh, da sind Spiders und Creepers. Creepers? Das ist richtig hübsch da. Oh, ich habe ein halbes Schaden bekommen. Es ist gefährlich dunkel hier. Richtig Sterbotopia. Ich habe eine Savanne gefunden. Gut, da können auch welche sein. Scheiß. Da ist ein Dorf. Nice. Ich hoffe, ich bin nicht im Kreis gelaufen. Ich würde es mir halt zutrauen. Wenn darin ein explodiertes Haus ist, bist du im Kreis gelaufen, aber nein, bist du nicht. Okay, neues Dorf. Nein, da waren wir schon, aber das ist ein anderes. Das ist das, wo wir eben waren, wo wir nicht nach Melonen gesucht haben. Ja. Ich suche dann mal nach Melonen. Sind keine Melonen. Da sind springende Babys. Oh Leute, ich bin jetzt auch am Verhungern. Hast du gegessen? Nein. Oh Jan. Jan. Aber ich habe geschafft, dass ich am Verhungern bin. Cool. Hast du ein Stew? Nein. Dann besorg dir doch jetzt mal Essen. Da ist ein Schwein gewesen. Am Fluss. Das sieht richtig nice aus. Sah etwas aus wie ein Schwein. Also ich habe zwei Babyhasen gesehen, aber die kann man irgendwie schlecht die essen. Die in Savannah-Biom, das spawnen Kühe und Schweine. Ja. Oh, das ist ein Savannah-Biom. Wie praktisch, dass du mir gerade diese Information mitgeteilt hast. Ist ja nicht so, dass ich deinen Stream gucken kann. Ich bin Minecraft, ich habe keine Auto-One-Taste. Voll unfair. Du kannst Sprint jetzt toggeln. Ja, ich meine aber eine Taste, durch die man automatisch, wenn man sie einmal drückt, weiter geradeaus läuft. Weil meine linke Hand langsam anfängt weh zu tun. Meine rechte. Meine nicht, ich bin einfach stärker als ihr. Hey, ich habe Pumpkins gefunden. Nimm mit für einen Enderdrachen. Reicht halt, wenn wir einen haben eigentlich. Ja, wir können aber auch einfach drei. Ich kann halt einfach noch die drei mitnehmen. Pferd. Oh, das ist hier kein Pferd. Du hast das. Du bringst das Pferd um! Das ist Lederdrop. Zwei Stück. Das macht man nicht. Ich mach das, weil ich Leder brauche. Ich hab fünf Leder. Alter, Kuh, hör auf, mich zu outplayen. Jan, du brauchst nicht so viel Essen. Ja, aber das sind Kühe, die bringen Leder. Das stimmt. Auf einmal. Aber wir kommen halt eh nicht bis Level 30, deswegen ist es auch nicht so krass wichtig, dass wir die besten Bücherregale haben. Wir machen noch eine Enderman XP Farm. Wir nehmen unser Setup mit ins End, machen eine Ender Dragon XP Farm. Und ja, dann machen wir die Ender Dragon XP Farm. Ja, natürlich. Wie? Ist sie nicht eh längst gepatcht? Die ist gepatcht. Ja, es gab mal eine Ender Dragon XP Farm, ja. Okay. Da hast du über 1000 Level in der Stunde bekommen. Es gibt halt so. Es gibt halt so Wörter, die hört man erstaunlich selten. Dazu gehören Ender Dragon Farm. So, grundsätzlich. Keine Ahnung, ich meine, Ender Dragon Farm ist nicht so schwer. Du kannst es halt nicht voll automatisch machen, du kannst ihn halt mit. Kannst halt die Endkristalle automatisch in die Luft jagen. Und den dann mit TNT killen. Muss halt nur die Kristalle selber platzieren. Bin einmal um die Wüste rumgelaufen. Okay. Ich bin in einer Savanne und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Gibt's eigentlich auch. Da, ich bin wieder in der Wüste. Ja, ich glaube, ich bin wieder in der Wüste. Nee, der Sand sagt mir das. Ich glaube auch, dass du wieder in der Wüste bist, Jan. Sieht man im ganzen Sand. Und eine Kakteen. Dann kack. Ja, aber wenn es Savannen geht, muss es halt auch Saduschen gehen. Nein. Junge. Weißt du, der war so flach, da muss man nicht mehr die Füße für hochnehmen. Nein.
Wird das Schaufeln. Sehr effektiv. Guck mal, Merkür. Ich meine, wir können uns bunte Lederrüstung machen und den Enderdrachen einfach bedazzeln. Ja. Wir können den Enderdrachen auch einfach für immer ausweichen. Wenn wir ihn für immer ausweichen, verlieren wir ihn nicht. Das ist wahr. Vicky, wir bauen, wir bringen uns einfach raus zum Outer End und leben dann dafür immer. Okay. Ich glaube, das ist eine doofe Idee. Warum? Weil man da nicht schlafen kann und ohne Schlafen ist es doof. Dann wird man so müde. Da gibt's auch irgendwie wenig Nacht. Technisch gesehen gibt's da immer Nacht. Nein, dann kannst du schlafen. Es gibt da immer Tag. Das ist die falsche Art Nacht. Was passiert eigentlich, wenn du das explodiert, das Bett, ne? Ja, es gibt Nether. Vielleicht ist einfach das Ende Nether. Andersrum. Vielleicht? Ich dachte, das End wäre ein rangezoomter Käse. Weil irgendwie nee. Das gesamte End aus Käseblöcken besteht. Hier möchte ich nicht sein. Fuck! Warum hab ich eigentlich schon wieder angefangen zu sprintjumpen? Ich muss damit aufhören. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt, wir sind nicht mehr abgewöhnt. Keine Ahnung, du hast halt auch 22 Steak, du kannst halt einfach sprintjumpen. Ich weiß nicht, Jan, wusstest du, dass Sprintspringen schneller ist als nur Sprinten? Okay. Nein, das ist eine Frage, weil du es halt eben nicht gemacht hast. Auch wieder wahr. Aber ich fall dann halt so oft irgendwie in böse Dinge rein. Du musst halt gleichzeitig nach vorne gucken. Ich glaube, ich bin an der Stelle, die ihr eben gesehen habt, wo die ganzen Mobs waren. Ich glaube, in einer anderen Savanne können doch die gleiche sein. Ja, was meint ihr? Was meinst du? Hm? Ja, Stelle, wo ihr eben wart, ne? Ich bin in die Stelle aber von der anderen Richtung entgegengekommen. Uff. Meine ich. Nee, ist die gleiche. Bin ich schon. Wenn du da immer weiterläufst, kommst du. Okay. Wisst ihr, was jetzt cool wäre? Melon? Mit Melon. Nice, das ist ein großer Kaktus. Der ist 5 hoch, glaube ich. 6. Der ist 6 hoch. Oder? Ne, der eine daneben ist noch. Doch, der ist 6. 2 übereinander generiert. Crazy. Ich würde mich ja daneben stellen und ein Selfie damit machen, aber ich glaube, das ist ein bisschen riskant. Ah! Ich habe meinen Zeh gekratzt. Cool. Ich sag das halt für Jan, weil du hast das gerade sehen können. Okay, cool. Danke. Ich habe mir gedacht, dass Jan da die gleiche Meinung hat wie ich. Oh mein Gott, was ist das für ein sickes Ding hier unten? Das sieht richtig geil aus. Geh da nicht rein, da sind Monster. Geh da nicht rein, da sind Monster. YOLO. You only YOLO once. Was dann wieder... You only YOLO twice. The revenge of the YOLO. Nein, aber you only YOLO once wäre ja YOLO. Was? Also, man könnte... Das Akronym für you only YOLO once wäre YOLO, nicht YOLO. Das heißt, theoretisch könntest du sagen, you only YOLO twice. Das heißt, das wäre dann, you only YOLO once, twice. Ich hab Schaden bekommen. Ich sollte aufhören zu fachsimpeln, während ich hier rumlaufe. Du solltest aufhören zu bullshitten, während du hier rumläufst. Ich bin den Begriff fachsimpeln, aber schöner. Der Respawn Point wurde gesettet, ja. Bett! Der Betttanz. Ich glaube, wir haben gleich mal genug Minecraft gespielt. Ja, ich habe noch einen Swamp vor mir. Hey, ich habe einen Desert Tempel gefunden. Eventuell der gleiche. Blümchen und Hühnchen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ein Village gefunden. Das ist aber ein Plains Village. Wir brauchen. Ja. Das ist doch das alte Plains Village. Du bist gerade, glaube ich, zurückgegangen. Ja, also ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin wieder beim gleichen Desert Tempel. Wir sind alle im Kreis gelaufen.
Okay. Wollen wir mal im Seed gucken? Ah, das ist gecheatet. Nein, es ist nicht. Okay. Kann ich deren Top-Pflanzen eigentlich auch mitnehmen? Ja, nimm alle Top-Pflanzen mit. Viel Spaß. Ja, das Ding ist, Commands funktionieren zurzeit nicht. Das ist dann schon geschehen. Was wie ist denn der Seed? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht die Whitelist anmachen, weil er Unknown Command sagt. Aber können wir nicht rausfinden, wie der Seed ist? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber sollte doch gehen. Bestimmt. Gut, dass wir das geklärt haben. Ah ne, es ist ein Swarm, es sah aus wie ein Dschungel. Geh jetzt einfach weiter Richtung Süden. Ja, auch einfach. Ja, wir sind zu dritt, wir werden das schon rechtzeitig finden. Ich bin da sehr zufrieden. Kommt halt darauf an, wie du rechtzeitig definierst. Dieses Jahr noch. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein bisschen der noobischste Speedrun, den ich jemals gesehen habe. Keine Ahnung, andere snacken sich halt auch keine Heiltränke einfach, glaube ich. Kann sein. Und es ist halt auch 1.16, der 1-Ding ist, ist halt einfacher. Ich habe ein Mesa-Biom gefunden. Gold. Für Goldäpfel. Gold? Und Mineshaft. Ja, das ist eventuell so Win-Situation 100. Okay, kommt ihr zu mir? Ich habe ein Mesa-Biom gefunden. Ich brauch Kors. Richtung? Ich bin bei 1200, 1600. Ja, das sind 2400 Blöcke. Ich gehe einfach, glaube ich, nach Hause, weil bis ihr fertig seid, bin ich ein. Jan, wo bist du? Ich bin bei 500, 500 mehr oder weniger. Okay, ich glaube, ich mach das alleine. Warum sind da nur 700 Blöcke? Schaffe ich doch mal kurz. 2400 schaffe ich ja auch. The actual fuck! Das sieht sexy aus. Was hat sie denn jetzt schon wieder gefunden? Fliegenden Sand, aber in einer sehr interessanten Formation. Ich habe einen Screenshot gemacht. Kann ich diesen Tweet. Nee, da hat mir Alex was geschickt. Danke für das Error. Das ist schon ja, hast du gesehen, so, wo ich gesagt habe, es gibt literally keine Whitelist auf dem Server. Der Server weiß nicht, was eine Whitelist ist. Ja. Es ist, dass sie aus ist. Es gibt keine. / Whitelist on. Unknown Command. Okay, ich sehe bisher keinen Mineshaft. Aber ich gebe nicht auf. Achso, ich dachte, wir reden von unterirdischen Mineshaft, so nicht von. Aber in der Mesa generieren die überirdisch. Ah. Deswegen ist die Mesa ja so nice. So, ich dachte, die werden einfach nur mehr oder so. Ich glaube, auch? Sie sind auch mehr, aber sie generieren halt auch weiter oben und Gold generiert, ich glaube, doppelt so viel. Gold generiert mit der Häufigkeit von Eisen dort. Cool, da können wir vielleicht doch die Eisenblöcke durch Goldblöcke ersetzen. Können wir auch noch Goldäpfel kaufen? Das sind auf jeden Fall die richtigen Prioritäten. Und die Eisentools durch Goldtools. Ich habe ein Drowned-Ding gefunden. Oberirdisch. Guck's mir mal an. Vielleicht können wir Conduit machen. Ja, ich habe eine Ruine gefunden, eine Unterwasserruine, die oberirdisch ist und das ist ein Drowned. Oh, das ist kein Bug. Keine Ahnung, ich finde, es sieht halt auch ziemlich nice aus. It's intentional design. Ich glaube halt nicht, dass es intentional ist, aber es sieht schön aus. Deswegen stört es mich nicht. Brauchen wir Magma-Blöcke?
Nein. Wir können Wasserlifts damit machen. Können wir mit Wasserlifts den Ender Dragon töten? Nein. Wir können Magma-Blöcke mit Kuh aufnehmen. Wir können aber mit Hilfe von Wasserlifts schnell zu den Kristallen hoch und runter. Definitiv. Ja, weil du auch nicht überall Source-Blöcke dafür platzieren musst. Ich hab ja einen Stack Kelp. True. Aber dann bist du halt auch schon hochgeschwommen, wenn du den Kelp da platziert hast, ne? Und? Geht dann für den nächsten, der hoch. Was der ah! Da muss ich einfach nur rumlaufen und an all den Teilen Wassersäulen platzieren. Bin auf dem letzten Pixelblock gelandet. Cool. Hey! Zwei Herzen Schaden bekommen. Du hast ja wieder die wenigsten Leben. Ja, ich hab zwei Herzen Schaden bekommen. Du hast aufgeholt. Also für mehr. Das Gegenteil davon. Hey, ich bin gleich beim Mesa-Biom. Ich nicht, ich müsste noch das 1200. Das war doch irgendwie 1200, 1200, oder? 1600. Okay. Was waren nochmal die Koordinaten von Base? 0 und 40 oder so. Das ist das Nether-Portal. So. Ach, ne. Close enough. Ja, aber du kannst die Koordinaten mal 8 nehmen, auf die anderen zu kommen. Dann ist es 0 und 300 und minus 320, sonst glaube ich. Ich glaube, ich hab's gefunden. Vielleicht. Diese Swamps sind big. Ach so, das Mesa-Biom ist auf der anderen Seite von diesem Ozean, oder was? Ja. Hast du kein Boot? Nein. Tut mir leid. Aber es ist nicht weit. Cool. Und denk daran, dass du atmen musst. Ja. Zu ganz schnell ganz viel Damage. Und denk daran, dass du nicht alle deine Rubbles auf einmal zurückbekommst. Ja, die füllen sich jetzt mittlerweile nur noch langsam mit. Ich hab die perfekte Schwimmhöhe. Ah, ja, das reicht. Oh. Scheiß Schlucht. Ich sehe Mesafarben. Ja. Lauf einfach da durch und suche einen Mineshaft. Genau, das mache ich auch. Wie sehen denn die Eingänge zu denen aus, wie normale Caves? Nee, da kommt halt so ein Stück Mineshaft raus mit so. Die sind halt viereckig. 3x3, ne? Ja. Sind halt 3x3 und da ist ein Dark Oak Mineshaft drin. Nein, das ist ein Boot. Aber Boot und Mineshaft kann man leicht verwechseln. Geh in das Boot rein, vielleicht ist da ein nice Loot drin. Ja, hab ich mir gerade auch gedacht. Boot, Oh, Server ist gecrashed. Sicher? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil du die Kiste vom Boot geöffnet hast. Kann sein? Nein, ich bin nur aufs Boot draufgegangen. Ich pausiere dann mal den Timer. Und ich würde sagen, dann war's das für heute. Wirklich, ja. War's. Also, ich meine, ich muss den Server jetzt auch nicht mehr stoppen. Praktisch! Ich screenshot den Timer noch einmal. Mir kann sein, dass er jetzt gerade versucht zu restarten, aber ich würde den einfach stoppen. Das klingt sinnvoll. Pack den in die Streamplanung. Zu Minecraft. Wir haben literally 2 Viewer und da ist es traurig, mit 12 Viewern zu raiden, also tue ich das nicht. Aha. Mach doch mit einem. Moment, ich lefte gerade. Wo kann ich denn den Screenshot von dem Floating Sand reinschicken? Da.